Hallo, wir freuen uns riesig, euch hier zu haben bei dem Event Lieferketten verantwortungsbewusst transformieren. Das ist ein Event, das wir zusammen von B Corp Deutschland und der Gemeinwohlökonomie Bayern präsentieren. Und wir freuen uns sehr, euch hier bei uns zu haben. Wir legen jetzt los. Es werden sicherlich noch ein paar Leute sich im Laufe der Zeit zuschalten. Aber wir fangen jetzt an, weil wir haben ein straffes, sehr, sehr spannendes Programm für euch. Vielen Dank schon mal an alle, die uns mitteilen, von wo ihr euch zuschaltet. Wir haben wirklich vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen wirklich alles dabei und freuen uns wirklich riesig, euch bei uns zu haben. Mein Name ist Katja Bartholmes. Ich bin von B Corp Deutschland. Wir haben zusammen mit der Gemeinwohlökonomie Bayern dieses Event geplant, weil wir denken, dass Lieferketten einfach ein sehr wichtiges Element ist, wie Unternehmen nachhaltiger werden können, verantwortungsbewusster mit der Umwelt und auch mit sozialen Elementen umgehen können. Und finden es unheimlich schön, dass ihr hier so zahlreich euch dafür interessiert. Ja, dann würde ich vielleicht mal kurz an Alexander Rossner weitergeben von der Gemeinwohlökonomie Bayern. Alexander? Ja, danke Katja. Auch im Namen von Vorstand und Geschäftsführung von Gemeinwohlökonomie ein herzliches Grüß Gott am heutigen Nachmittag. Ich muss sagen, ich bin überwältigt von der Resonanz unseres gemeinsamen Online-Events und glaube sagen zu können, dass wir letzte Woche noch nicht im Traum daran dachten, dass wir zum heutigen Earth Day, Happy Earth Day übrigens, über 170 Anmeldungen erhalten würden. Danke für eure Zeit. Ich hoffe, ihr sagt heute Abend, dass die Teilnahme sich gelohnt hat und dass sie Ihnen, euch womöglich auch den einen oder anderen Impuls zu diesem, insbesondere in diesen Zeiten, sehr wichtigen Thema gegeben hat. Ich gebe mal zurück an dich, Katja. Danke für die tolle Anmoderation. Sehr schön, wunderbar. Ich würde mal vielleicht noch ein paar Worte zu B Corp sagen und Alexander, das machst du vielleicht dann auch das Gleiche für die Gemeinwohlökonomie Bayern. Also die B Corp-Bewegung ist eine weltweite Bewegung von Unternehmen, die das Unternehmertum dazu nutzen wollen, um für eine nachhaltige, soziale und faire Zukunft zu kämpfen. Also das Stichwort ist Business as a Force for Good. Weltweit gibt es über 3600 zertifizierte B Corporations, darunter zum Beispiel Patagonia, der Body Shop, The Guardian und in Deutschland eben auch Einhorn und Soulbottles, die hier auch heute mit dabei sind. Und das Herzstück der B Corp-Bewegung ist das B Impact Assessment, mit dem also ein Tool, mit dem Unternehmen ihre Auswirkungen im sozialen Bereich, im Umweltbereich und anderen Bereichen messen und vergleichen können. Und mit diesem Tool arbeiten weltweit 70.000 Unternehmen, die das als Strategietool nehmen und als Tool, mit dem sie nachhaltiger werden können. Und es ist kostenlos verfügbar, mit dem kann man rumspielen, wenn man das möchte. Und vielleicht kann ich das ja euch ein bisschen empfehlen. Wie gesagt, das ist ein kostenloses Tool und hilft weltweit schon 70.000 Unternehmen, ihre Auswirkungen und Impact zu messen. Und vielleicht noch ein paar Worte zu Gemeinwohlökonomie Bayern. Du bist noch ausgeschaltet. Ähnlicher Ansatz. Auch wir von der Gemeinwohlökonomie setzen uns für ein ethisches Wirtschaften ein, mit dem zentralen Fokus auf soziales und ökologisches Handeln. Dort streben wir an Vorbildlichkeit zu erreichen. Wir haben auch ein Werkzeug, die Gemeinwohlökonomie. Das Herzstück ist die Gemeinwohlbilanz mit der Gemeinwohlmatrix mit 20 Matrixfeldern, die eben das Thema nachhaltiges Wirtschaften in seiner ethischen Breite abdecken. Jetzt wird mich mein Kollege von der Geschäftsführung der Gemeinwohlökonomie gleich schlagen, weil ich wahrscheinlich die falschen Zahlen nenne. Aber wir haben sowas um die 7.500 Privatpersonen, die bei uns Mitglieder sind, etwa 2.500 oder 2.300 Unternehmen und Organisationen, auch eine Reihe von Politikerinnen, die uns mittlerweile unterstützen, weil sie eben sehen, dass es dieses ethische Wirtschaftsmodell Gemeinwohlökonomie ein Modell ist, was jetzt an die Stelle einer hier und da und dort doch als nicht tragfähig sich erweisenden Vorgehensweise im Wirtschaften etablieren könnte. So, ich gebe zurück an die Katja. Wunderbar.
Ja, also vielleicht auch nochmal zu sehen, also noch als abschließende Worte, also wir freuen uns wirklich auch sehr über die Unterstützung, die wir von unserem Leader Per Consult erhalten haben an der Organisationsteilnehmer. Also vielen, vielen Dank an euch. Und jetzt möchte ich gerne mit euch kurz durch die Agenda gehen, damit ihr wisst, worauf ihr euch heute eingelassen habt. Der Willkommensgruß, den gab es schon. Housekeeping kommt noch. Es gibt, wir fangen an mit den SDGs, mit den Sustainable Development Goals. Das wird ein Impulsvortrag von Thorsten Grantner von Omnicert Umweltgutachter. Das ist auch eine deutsche B-Corporation und auch bilanziert bei der GWÖ. Also passt das alles sehr gut. Dann haben wir das Thema Umwelt mit einem Impulsvortrag von Christopher Politano von South Pole. Dann haben wir das Thema Menschenrechte, ein Impulsvortrag von Theresa Kiachon von Löning Berlin. Und dann der grüne Abschluss sind dann unsere Praxisbeispiele und Supplier Engagement Strategien. Da haben wir Linda Preil von Einhorn, also auch eine B-Corporation, und Patrick Boadu und Julian Offermann von der B-Corporation Soul Bottles. Dann am Ende wollen wir gucken, wie wir noch Zeit haben. Können wir ein bisschen euch nochmal über den Chat fragen, was ihr so als nächste Schritte planen würdet. Ich würde gerne sagen, dass wir nach jeder Session gibt es eine Q&A-Session. Also wir hoffen, dass ihr uns über den Q&A, also ich sage so ein paar Housekeeping-Sachen, also unten gibt so einen Q&A-Button, da sind so zwei Sprechblasen drin, da könnt ihr draufklicken und euch und uns während der Sessions eure Fragen stellen, und wir werden dann so viele Fragen wie möglich wir haben nur 5 Minuten für die Q&A, aber wir werden da so viele Fragen, vielleicht auf jeden Fall so 3 oder 4 Fragen beantworten, die ihr uns stellt. Also nutzt den Rege und mit dem Chat-Button, das habt ihr ja schon gemerkt, vielen, vielen Dank, dass ihr da mitmacht und uns eure Städte mitteilt und eure Orte, von denen ihr euch zugeschaltet habt. Aber wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr vielleicht auch untereinander ein bisschen miteinander redet, wie ihr wollt. Bleibt höflich, bleibt freundlich und dann ist das alles gut. Falls das Deck von mir jetzt oder auch von den anderen nicht vollständig sichtbar ist, könnt ihr über die Speaker-Tiles könnt ihr verschieben, also über Zoom, ne, braucht ihr einfach nur auf den schwarzen Rahmen zu gehen. Und noch eins ganz wichtig, ihr müsst hier nicht ganz akribisch mitschreiben, sondern das Deck wird dann in zusammengefasster Form in den nächsten Tagen an euch, an alle, die sich registriert haben und hier teilnehmen, rausgeschickt. Das wären jetzt erstmal so die Punkte, die wir beantworten wollen, und dann würde ich einfach gerne Thorsten bitten, Thorsten Grantner, dass du dich wieder auf Video stellst und auch auf Audio und dann mit deinem Vortrag beginnst. Ja, vielen Dank. Dankeschön, Katja. Vielen Dank erstmal an B-Corp und an die GWÖ fürs Organisieren. Das war wirklich eine sehr professionelle Vorbereitung. Ich freue mich sehr, auch an alle Teilnehmer ein herzliches Grüß Gott aus Niederbayern in diesem Fall. Ich muss ehrlich sagen, normalerweise genieße ich Vorträge sehr. Es ist allerdings, macht mich ziemlich nervös, so ein großes Publikum nur über Bildschirm zu bedienen. Das ist eine neue Erfahrung. Gleichwohl ist es eine tolle Erfahrung, dass so viele Leute sich jetzt hier beteiligen können. Bei Präsenzveranstaltungen hätten wir mit Sicherheit nicht so viele Leute hier. Es ist ein schönes, niederschwelliges Angebot, das die Digitalisierung uns bietet. So. Katja, ich glaube, du müsstest mir die Bildschirmfreigabe noch erlauben. Vielen Dank. Ich denke, jetzt müsste man die Präsentation sehen. Dürfte jetzt für alle sichtbar sein. Ich möchte mit euch heute über diese... Wir sehen das übrigens noch nicht. Ah, schade. Tja,
So, dann probieren wir es nochmal. Jetzt müsste es aber klappen, oder? Perfekt. So, Dankeschön. Ja, soviel zum Thema Nervosität. Ich möchte mit euch zum Thema nachhaltige Unternehmensführung sprechen. Die Katja hat es eingangs erwähnt, B Corp und GWÖ setzen sich für eine nachhaltige Zukunft ein, setzen sich für Nachhaltigkeit ein. Aber was ist denn Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit haben wir global als Menschheit bei der UN definiert mit den sogenannten Sustainable Development Goals. Das sind die Weltentwicklungsziele, die haben sich fortentwickelt aus den Millennium Goals, die hat man 2000 in New York festgelegt und die haben gegolten bis 2015. Und seit 2015 bis jetzt 2030 haben wir 17 Ziele, auf die wir hinarbeiten. So. Jetzt haben wir natürlich jetzt gerade auch verstärkt durch die Corona-Krise, haben wir oft den Eindruck und auch wenn man in der Nachhaltigkeitsszene arbeitet, wir kommen nicht vom Fleck, es wird alles schlechter. Das liegt aber auch daran, dass unser großes, wichtiges Organ, das Gehirn, hat ein riesiges Faible für Drama. Wir lieben Drama und wir lassen dramatische Informationen einfach deutlich stärker an uns heran, als wir langsame, gute Entwicklungen an uns heranlassen. Das hat Hans Rosling, ein Professor aus Schweden, bereits festgestellt. Ich empfehle jedem, der sich in puncto Nachhaltigkeit beruflich oder privat engagiert, dieses Buch Factfulness, weil es beruhigt. Ja? Wir sind bei vielen Weltentwicklungszielen auf einem guten Weg, nicht bei allen, ganz klar, aber wir sind bei vielen auf einem guten Weg. Ich möchte euch das hier mal exemplarisch zeigen. Diese Grafik zeigt die Lebenserwartung der Menschen, sortiert nach Ländern und die Farben geben die Kontinente an. Über die Zeit, jetzt bis 2018, glaube ich, und bezogen auf das Einkommen. Also die Marktwirtschaft, wie sie gelebt wird weltweit in den meisten Ländern, funktioniert relativ gut, wenn man es auf die Lebenserwartung extrapoliert. Über Lebensqualität ist hier noch nichts ausgesagt, es geht rein um die Lebenserwartung. Und genauso kann man auch die einzelnen Ziele, die einzelnen SDGs runterbrechen auf einzelne messbare Teilschritte und da empfehle ich den SDG-Tracker, ein Projekt von Our World in Data aus Oxford, das betreibt ein junger Deutscher, Max Rosner. Und bei diesem Projekt kann man eben nachschauen, wie ist denn die Entwicklung der Weltziele? Wohin entwickeln wir uns und wo müssen wir nacharbeiten? Ich glaube, beim Thema Biodiversität und beim Thema Klimaschutz wird es jedem sofort klar. Aber wie ist es denn mit Armut? Wie ist es denn mit Sustainable Cities and Communities? Wie ist es denn definiert? Da hilft ein Blick in diesen SDG-Tracker. Man kann sich da die Definitionen angucken, wie die UN definiert hat, wie man es misst. Und zu jedem Messwert gibt es dann Grafiken von Our World in Data. Was befähigt mich jetzt dazu, überhaupt darüber zu reden? Ich beschäftige mich seit 15 Jahren professionell mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich durfte 2009 eine Firma gründen. Wir haben heute 38 Mitarbeitende. Bei uns arbeiten 7 Umweltgutachter und 10 Auditorinnen und Auditoren für Nachhaltigkeitsmanagementsysteme. Und wir sind vor allem tätig in den Bereichen erneuerbare Energien, Klimaschutz und eben der Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten. Wir machen das sowohl auf Basis von staatlichen Zulassungen, das heißt, wir sind Umweltgutachterorganisation, das nennt sich so gemäß dem Umweltauditgesetz. Wir sind sozusagen die Wirtschaftsprüfer, nur nicht fürs Handelsrecht, sondern fürs Umweltrecht und für das Thema Nachhaltigkeit. Und wir prüfen da alle möglichen Normen, Gesetze und Informationen. Ich bin außerdem seit 2010 in einem ständigen Ausschuss des Bundesumweltministeriums. Ich bin dort stellvertretender Vorstand im Umweltgutachterausschuss
Und wir sind auch neben EPIA ein Cradle-to-Cradle Assessment Body. Wir sind vor allem tätig im Bereich erneuerbare Energien, Landwirtschaft. Wir haben sehr viele Kunden aus der Landwirtschaft, wir haben aber auch sehr viele Kunden aus der Industrie. Wir haben viele Kunden aus dem Bankensektor und auch aus den Hochschulen und aus der Ernährungsbranche. Ich denke, auch von Bodan dürfte heute jemand hier sein. Wir prüfen zum Beispiel auch Grünstrom. Wir zertifizieren den Grünstrom für Greenpeace Energy oder für die Deutsche Bahn. Also wer von euch eine Bahncard sein eigen nennt, der grüne Streifen auf dieser Bahncard wird von uns geprüft. Die Bahn steht ja deswegen immer wieder in der Kritik. Wir können da viel dazu sagen. Und wir prüfen auch öffentliche Träger, zum Beispiel auch die Weltklimakonferenz. Das heißt, ich beschäftige mich mit einem größeren Netzwerk, zu dem auch zum Beispiel der Michael Pechsel gehört oder der Herr Lanz-Perski vom TÜV Süd, habe ich beide schon gesehen, mit dem Thema, wie definiert man Nachhaltigkeit, wie misst man es und wie wird es glaubwürdig. Damit wir selbst glaubwürdig werden, sind wir seit 2018 auch zertifizierte B Corp und wir nehmen an der Gemeinwohlökonomie teil. Wir sind bilanzierendes Unternehmen. Beides Systeme, die ähnlich sind, die ihre Schnittstellen haben und die ich persönlich für wahnsinnig wertvoll und sehr gut halte. Auch zur Glaubwürdigkeit trägt natürlich bei, dass wir auch privat versuchen, sehr nachhaltig zu leben, weil für uns als Familie, als Unternehmerfamilie ist es nicht ein Aufkleber, dass man sich ein grünes Mäntelchen umhängt, sondern wir versuchen intrinsisch motiviert an die Sache ranzugehen. Und auf den Punkt komme ich später nochmal, der wird nämlich wichtig. Jetzt von diesem Big Picture, von diesen SDGs zu fokussieren darauf, welchen Beitrag eine Firma leisten kann oder auch messbar leistet, ist nicht so einfach. Es gibt einige, die versuchen, sich dann in einer schönen Berghütte einzuschließen. Gut, im Moment fällt es auch aus, natürlich mit dem Social Distancing. Aber es werden gerne Unternehmensvisionen gesponnen, gerade bei Startups oder auch in Managerkreisen sehr beliebt. Und diese Visionen, man hält sich dann für nachhaltig. Ich empfehle einen anderen Ansatz. Ich empfehle einen strukturierten, wissenschaftlichen Ansatz, einen naturwissenschaftlichen oder ingenieurtechnischen Ansatz, der relativ unaufgeregt und unemotional ist, der allerdings deutlich mehr Arbeit macht. Man braucht dazu eine Struktur. Das heißt, man braucht Tools, man braucht zum Beispiel eine Risiken- und Chancenanalyse und man guckt nach als Organisation, welche Nachhaltigkeitsziele kann ich denn überhaupt beeinflussen und welche Nachhaltigkeitsziele haben denn bei mir überhaupt Relevanz? Und hier kommen die Lieferketten ins Spiel. Bei den Lieferketten ist das Thema Relevanz nämlich wirklich sehr schwierig zu beurteilen. Bei den direkt verursachten Emissionen zum Beispiel ist es noch relativ einfach. Aber was ist mit Emissionen, die ich über meine Lieferkette auslagere, vielleicht sogar auf einen anderen Kontinent? Dabei fragt man am besten seine Stakeholder, seine Interessensgruppen. Man macht eine Analyse, man schafft Transparenz, man legt die Karten auf den Tisch, wenn man es ordentlich machen möchte. Und man versucht, eine Messbarkeit herzustellen. Hier, diese Kirschen bei uns im Garten zum Beispiel, die kann man messen, die kann man zählen, die kann man wiegen. Man kann messen, wie lange brauchen die zum Reifen oder wie lange brauche ich, damit ich daraus einen Chutney herstelle. Man stellt eine Messbarkeit her. Diese Messbarkeit als Beispiel jetzt für uns, ich nehme jetzt mal auch aus Datenschutzgründen das Beispiel unserer Firma, sieht man hier auf diesem Bild. Wir haben also für die sogenannten Umweltaspekte, Energie, Material, Wasser, Biodiversität, Gesellschaft, eine Relevanzbewertung gemacht. Eine ähnliche Methodologie nutzt die GWÖ in ihrer GWÖ-Matrix. Und dann kann man rauskristallisieren, zu welchen SDGs kann man denn überhaupt was beitragen.
Weil wir zum Beispiel als Firma haben für uns identifiziert, wir können nichts gegen die Bekämpfung von Hunger tun, jedenfalls nicht relevant, und wir können auch nichts zur Armutsbekämpfung beitragen. Wir können aber sehr wohl zu anderen SDGs einen Beitrag leisten. Das Ganze ist jetzt allerdings nur beschreibend. Wenn man wissen möchte, wie wirklich der Beitrag ist, muss man tatsächlich tief Luft holen, mal auf Tauchstation gehen und da mal jede Menge Arbeit reinstecken, die sich allerdings sehr stark lohnt. Wir machen das selbst, wir machen es auch sehr gern, schlicht und ergreifend, weil wir es wissen möchten und wir möchten den Begriff Nachhaltigkeit wirklich auch beweisen können. Was ich euch hier in diesem Zusammenhang präsentieren möchte, etliche haben ihn wahrscheinlich schon gesehen, das ist der sogenannte SDG Action Manager. Das heißt, Katja hat es erwähnt, 70.000 Organisationen weltweit nutzen das Tool B-Lab Impact Assessment. Und da gibt es jetzt seit Januar live geschaltet den sogenannten SDG Action Manager. Ich finde dieses Tool absolut hervorragend. Ich bin wahnsinnig begeistert von diesem Tool. Man kann es aktivieren, wenn man eben, jetzt sieht man sozusagen die Startseite seines normalen B-Impact Assessment. Und wenn man hier unten auf die SDGs klickt, bekommt man auf der linken Seite jetzt einen neuen Button, der nennt sich SDG Action Manager. Man füllt dann zuallererst etliche Fragen aus zum Thema SDG Baseline. Also man legt sozusagen die Grundlinie fest, auf der man sich oder von der aus man sich weiterentwickelt. Man sieht es hier, ich habe es jetzt mal beispielhaft nur begonnen. Baseline Score, wenn man es nicht ausfüllt, hätten wir jetzt von 6,4% erfüllt. Und man wühlt sich durch einen Fragenkatalog durch, bei dem man auch am besten sich jemanden aus der Organisation mit dazu nimmt, der da kritisch mit drauf guckt. Wir erhalten dann als Ergebnis von 25 Fragen einen Baseline-Score von 51,7%. Und ausgehend von diesem können wir jetzt, das seht ihr unten an diesen angedeuteten Balken, beim Punkt 8, SDG 8, Decent Work and Economic Growth, haben wir jetzt sozusagen schon 5 von 30 Fragen ausgefüllt. Das ergibt diese Anzeige. Und man wird von diesem SDG Action Manager durchgeführt durch alle 17 zu bewertenden SDGs und kann da wirklich auch sehr genau seinen Beitrag messen. Wie ich finde, wunderbar dargestellt. Ich hüpfe nochmal 2 Folien zurück. Wunderbar dargestellt ist die Verknüpfung, die für mich persönlich sehr wichtig ist. Das seht ihr jetzt unten im Bildschirm. Hier steht, this question can also be found in the Impact Assessment Environment oder SDG Action Manager 13 Climate Action. Und so kann man eine Korrelation herstellen zwischen seinem eigenen Impact als Organisation gemäß den B Corp Kriterien und den SDGs. Wie gesagt, wie ich finde, sehr gelungen. Zu jedem SDG sind die entsprechenden Fragen mit dabei, aber es erfordert auch eine ganze Menge Arbeit, da wirklich auch selbstkritisch durchzugehen. Diese Arbeit lohnt sich allerdings, wenn man ernsthaft sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und da wirklich auch eine Messbarkeit herstellen möchte. Persönlich finde ich es im Moment ein bisschen schwierig, wenn ich es mit den Kollegen Wirtschaftsprüfern vergleiche. Es gibt einen Bilanzierungsstandard in Europa und einen in den USA, einen kaufmännischen. Zum Thema Nachhaltigkeit gibt es diverseste Zertifizierungen, Siegel, es gibt gesetzliche, es gibt nicht gesetzliche, es gibt ISO-Normen, es gibt
Produktsiegel, es gibt Siegel für Organisationen, manche haben einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, manche nicht. Hier ist die Welt also sehr bunt und sehr vielfältig. Hier hilft es zu verstehen, was sind die Schnittstellen? Wo habe ich Gemeinsamkeiten und wo habe ich Dinge, die einfach nicht zusammenpassen? Wir haben hier mal beispielhaft aufgezeichnet, wenn Firmen, größere Organisationen, die IMAS in der Regel nutzen oder ein ISO-Management-System, die ein sogenanntes integriertes Management-System betreiben, wo die überall andocken könnten oder wo sie eben nicht kompatibel sind. Das ist natürlich nur ein Beispielbild. Es gibt Analysen und Arbeiten, auch Bücher zu diesen Themen, wo die entsprechenden Zusammenhänge sind. Wir haben im letzten Jahr für das Bundesumweltministerium zusammen mit etlichen Kollegen anderen Firmen über den VNU e.V. eine Studie für das Umweltbundesamt erstellt zu diesem Thema. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sich ein System sucht, das einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterliegt. Wenn man GWÖ oder B Corp bilanziert, ist damit nicht automatisch die kontinuierliche Verbesserung mit implementiert. Die muss man selbst implementieren und man kann da mal einen Blick in ein ISO-Management-System reinwerfen. Wir empfehlen, den Blick auf IMAS zu richten, weil IMAS eben ein System ist zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Wem dieses Tool zu groß ist und der über die GWÖ oder über B Corp zertifizieren möchte, kann sich daraus einfach Anleihen nehmen, um festzustellen, wie ist man denn auf den SDGs unterwegs? Wie ist man on track sozusagen? Mein persönliches Highlight war bisher schlicht und ergreifend, weil ich dort quasi die halbe Menschheit oder fast die ganze Menschheit treffen durfte, nicht jeden Einzelnen, aber es waren Menschen aus über 190 Nationen anwesend, war die IMAS-Zertifizierung der Weltklimakonferenz, wo wir also die IMAS-Urkunde übergeben durften und das mir nochmal deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, dass wir uns gemeinsam bewegen auf dem Pfad in Richtung der Weltentwicklungsziele und dass es auch wichtig ist, dass nicht jeder von uns Nachhaltigkeit irgendwie anders definiert, sondern dass wir tatsächlich versuchen, die Sustainable Development Goals als gemeinsamen Nordstern zu nutzen, als gemeinsame Richtschnur zu nutzen und darauf hinzuarbeiten. Und da auch wirklich nochmal abschließend ein riesiges Dankeschön an die Bewegung, an die GWÖ und auch an B Corp, die immer wieder versuchen, das zu implementieren. Und danke, dass ihr dieses großartige Tool zur Verfügung stellt. Die Frage Michael Petzl würde ich gleich noch beantworten. Wir haben hier hinten in der Präsentation einige Links. Die Präsentation erhaltet ihr alle und wir können diese Quellenangaben gerne auch noch ergänzen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung, bei der persönlichen, konkreten SDGs. Katja, du bist on mute. Hört ihr mich wieder? Ja, sehr schön. Bevor wir dich verabschieden, vielen, vielen Dank, Thorsten. Bleib mal noch ein bisschen auf Kamera und lass mal noch ein bisschen dein Mikrofon an. Es gibt noch eine Frage. Sind die Antworten im SDG Action Manager öffentlich einsehbar? Also was man quasi reingibt, kommt das dann am Ende auch raus? Also der ganze SDG Action Manager oder das ganze B Corp Tool ist erstmal zugangsbeschränkt. Man legt einen Administrator an, der kann weitere Leute einladen, aber das ist erstmal geschlossen. Man kann sich da natürlich Reports rauslassen, man kann diese Reports selber veröffentlichen, wenn man möchte. Allerdings die Einzelergebnisse sind nicht einsehbar. Ja. Alles klar, danke schön. Dann gibt es noch eine Frage.
Ich lese es einfach mal vor. Auch hier beim Vergleich der Bewertungssysteme wäre meine Frage, welche Systeme die Inhalte komplett veröffentlichen und welche eher interne Systeme sind, wo nur eine Endbilanz veröffentlicht wird. Das ist ein bisschen ähnlich wie die andere Frage, aber ist das schon, hättest du da noch abschließende Kommentare? Ja, ich denke, wenn wir nochmal die Folie vielleicht herholen, von diesen Systemen. Also was Transparenz schafft, und das seit 25 Jahren, ist definitiv EMAS. Hier wurde es sehr stark erweitert. Man kann jetzt auch soziale Standards berichten. Man muss nur Umweltstandards berichten. Man kann aber auch soziale Standards berichten. In der GWÖ-Matrix ist sehr gut einsehbar, was man im Ergebnis erzielt hat. Der Weg dorthin, auch hier, den kann man veröffentlichen, muss man aber nicht. Wer aus meiner Sicht an der Stelle am transparentesten ist, wäre ein veröffentlichter GRI-Report oder ein Nachhaltigkeitsbericht gemäß des deutschen Nachhaltigkeitskodex. Allerdings nur aus meiner Sicht, wenn die Informationen dort auch geprüft sind. Im DNK kann man Informationen jetzt auch geprüft online stellen und nicht nur als Einzelaussage. Aber das Top-System im Moment müssen die Unternehmen noch selbst bauen. Alles klar, gut. Dann bedanke ich mich sehr, Thorsten Grantner. Vielen, vielen Dank für deinen wunderbaren Vortrag. Und dann würde ich Christopher Politano von Southpol bitten, dass du dein Mikrofon freischaltest und dein Video und dann von hier übernimmst. Vielen, vielen Dank. Super, vielen Dank. Könnt ihr mich hören? Ich kann dich perfekt hören. Wunderbar, alles klar. Dann erst nochmal Hallo von meiner Seite. Hallo aus Zürich, zugeschaltet von hier. Vielen Dank nochmal auch an B Corp Deutschland, auch an Gemeinwohlökonomie Bayern, dass ihr uns eingeladen habt. Ich spreche natürlich sehr gerne hier zum Thema Umwelt heute. Umwelt bzw. Transition von Lieferketten hin zu ökologisch nachhaltigeren. Würde jetzt auch den Bildschirm freigeben. Thorsten, ich meine, dafür müsstest du aufhören zu teilen, sodass ich dann rein könnte. Genau, das sieht gut aus. So, und dann würde ich auch direkt schon teilen. Ich hoffe, wir sind auch direkt drin. Wie gesagt, also heute mein Beitrag hier für rund um nachhaltige Lieferketten, sehr aus einer Umweltperspektive heraus. Ganz kurz die Themen, die wir heute ansprechen wollen, ganz kurz erst einmal, wer Southpol ist, also ein Kurzporträt zu unserem Unternehmen. Dann nochmal den Kontext, natürlich mit Bezug auf Klima und den Klimawandel nochmal verstärkt darstellen. Und dann auch schon in die Materie einsteigen, also was Climate Action in Lieferketten bedeutet, welche Arten von Klimaschutzmaßnahmen es gibt. Und dann würde ich abschließen mit ein paar Fallstudien, ein paar unserer Kunden, mit denen wir schon explizit Arbeit in Lieferketten machen. Und damit fange ich direkt an. Also nochmal ganz kurz, Southpol, wer sind wir? Ich fange hier an mit einer Karte. Southpol ist ein 2006 gegründetes Startup von der ETH Zürich, also der Eidgenössischen Technischen Hochschule hier in Zürich. Immer noch ein privat geführtes Profit-for-Purpose-Unternehmen, das ursprünglich den Ziel oder den Ansatz verfolgt hat, Klimaschutzprojekte hauptsächlich im globalen Süden zu entwickeln. Daher rührt auch der Name Southpol, den wir es, sag ich mal, symbolisch auserkoren haben, um eben Klimaschutz voranzutreiben, und wir haben einen gewissen Fokus auf den globalen Süden. Hier noch eine kurze Übersicht. Man sieht sehr viele Büros, die wir haben, im Äquatorialraum. Diese sind hauptsächlich Projektentwicklerbüros. Über die letzten 10 Jahre hinweg haben wir dann auch verstärkt im globalen Norden weitere Büros eröffnet. Das sind Büros, mit denen wir auch dann, in denen wir unsere Beratungstätigkeiten verstärkt haben und dann auch mit Unternehmen dann explizit zusammenarbeiten. Und diese Beratungstätigkeiten komplementär zu der Entwicklung von Klimaschutzprojekten umfassen dann da beispielsweise auch CO2-Bilanzierungen, die Erstellung von Klimastrategien, erneuerbare Energien, Umsetzung
sowie Klimarisiko- und Chancenanalysen, auch in Bezug auf Lieferketten. Und das versuchen wir dann letztendlich natürlich auch immer mit der Entwicklung von Klimaschutzprojekten zu verbinden. Das heißt, wie kann man die Klimastrategie eines Unternehmens mit Climate Action on the Ground zusammenbringen? Und das ist so ein bisschen das erklärte Ziel von Southpool. Zu unseren Kunden können wir über verschiedene Regionen und Branchen hinweg viele größere Unternehmen, viele kleinere Unternehmen natürlich auch zählen, mit denen wir in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, sei es jetzt auf der Klimastrategie-Seite, mit der Entwicklung von Klimaschutzprojekten in der Lieferkette, ob es um erneuerbare Energien geht oder einfache CO2-Bilanzierungen. Wir passen uns prinzipiell immer dem Ort, dem Standpunkt, dem Startpunkt einer Firma an, wo sie gerade auf ihrer Climate Journey stehen, ja, ob es jetzt die Berechnung der CO2-Bilanzen auch der Lieferketten sind, fangen wir eben dort an und versuchen unseren Kunden dann entsprechend weiterzubringen. Genau. So viel zu uns. Jetzt nochmal ganz kurz Kontext in Zeiten des Klimawandels. Klar, durchleben wir gerade eine andere Krise. Heißt natürlich überhaupt nicht, dass die Klimakrise in den Hintergrund tritt, beziehungsweise Hintergrund treten sollte oder weniger wichtig ist. Es ist einfach nur eine Krise mit längerer Tragweite. Ja. Ganz kurzes Zitat. Die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad erfordert schnelle, weitreichende und beispiellose Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft. Ja. Das ist eine Aussage vom Intergovernmental Panel on Climate Change vom Oktober 2018, mittlerweile auch anderthalb Jahre her, zwei Jahre her, und hat sich bis dato relativ wenig getan. Natürlich haben wir jetzt einen gewissen Stopp der Ökonomie, hat natürlich auch zweigeteilte Auswirkungen auf Emissionen und Treibhausgasemissionen auf dem Planeten. Genau. Also es muss doch sehr viel mehr gemacht werden. Das möchte ich jetzt in der folgenden Folie noch kurz darstellen. Hier sind auch in einem Spezialreport zu dem 1,5-Grad-Ziel, das unter dem Pariser Klimaabkommen auch erwähnt ist, sind gewisse Reduktionspfade dargestellt. Hier sieht man in Blau den Reduktionspfad an Emissionen hier auf der Y-Achse dargestellt, über die Jahre hinweg, die nächsten Jahrzehnte, hin zu null Emissionen, also ein Net-Zero-Emissionsbilanz der Welt. Ja. Und das Gleiche auch nochmal für das 1,5-Grad-Ziel. Ja. Und man sieht natürlich auch, ab etwa 2050 bis 2070 sollte eine Climate-Positive Economy also auch eintreten oder erreicht werden sozusagen. Das bedeutet, dass auch effektiv Emissionen aus der Atmosphäre, CO2-Emissionen aus der Atmosphäre, wieder sequestriert werden müssen, wieder zurückgeführt werden müssen. Das heißt, diese beiden Konzepte von Emissionsreduktion zum einen, aber auch Kompensationsmöglichkeiten sind explizit in diesen Szenarien oder explizite Maßnahmen, um diese Szenarien hier zu erreichen. So, nun nochmal etwas bildlicher über diese Szenarien zu sprechen, denn was bedeutet es, und da möchte ich ganz kurz Fokus drauf legen, was bedeutet es für die Zukunft unserer Welt, wenn diese Szenarien erreicht werden. Ich spreche nicht einmal davon, das ist wirklich wichtig darzustellen, ich spreche nicht mal davon, was passiert, wenn diese Ziele nicht erreicht werden. Wenn diese Ziele erreicht werden, sehen wir zum Beispiel in dem 1,5-Szenario, also im Emissionspfad unter dem 1,5-Grad-Szenario, dass extreme Hitzewellen um etwa 14% zunehmen. Einen höheren Anstieg um etwa 37% sieht man schon, wenn man das 2-Grad-Ziel erreichen würde. Ja, und diese Problematik pflanzt sich über alle möglichen Themen fort, beispielsweise den Artenverlust von Flora und Fauna in diversen Regionen der Welt, aber auch um Ernteerträge, natürlich unmittelbar verbunden mit extremen Hitzewellen, die signifikanten Verlusten führen würden. Auch Korallenriffe sind aktuell auch unter den ambitioniertesten Klimaszenarien schon sehr stark gefährdet und könnten fast nahezu komplett verschwinden. So, noch ein kurzer Überblick über was Unternehmen oder warum Klimaschutz auch für Unternehmen wichtig sein könnte. Hier exemplarisch eine Studie von Accenture sowie dem World Economic Forum an etwa 30.000 Global Consumers, auch hauptsächlich der Jüngeren, also unter 30 Jahren, ein paar Fragen gestellt wurden und die interessante Ergebnisse liefern, die ich Ihnen jetzt kurz präsentieren möchte. Hier das erste Beispiel zeigt, dass 63%
Konsumgüter kaufen oder Dienstleistungen kaufen würden von Firmen, die deren persönlichen Werte oder auch Glaubensrichtungen in dem, im ökologischen Bereich widerspiegeln, also fast zwei Drittel. Ähnliches gilt ebenfalls für Firmen oder die Einstellung von Firmen, ja, dass Consumer möchten, dass Firmen in Bezug auf sozial, kulturell, aber auch ökologische Problematiken oder Themen einen expliziten Standpunkt vertreten und da entsprechend auch handeln. Und letztens, hier oben noch sehr relativ interessant zu sehen, dass etwa 62% auch aussagen, dass deren Entscheidungsvorgänge oder Entscheidungen, etwas zu kaufen, bei den ethischen Werten beziehungsweise auch der Authentizität mit beeinflusst werden oder davon abhängen. Und jetzt noch einen expliziten Bezug auf Lieferketten. Rückverfolgbarkeit, Transparenz in der Lieferkette ist ein wesentlicher Bestandpunkt, warum Konsumenten auch Produkte kaufen würden, sofern sie davon ausgehen können, dass diese auch unter ökologisch und sozial vertretbaren Bedingungen hergestellt und geliefert wurden. So, jetzt springe ich weiter. Climate Action in Lieferketten. Ein kurzer Beitrag noch. Climate Action, hier nehmen wir auch explizit Bezug zu den United Nations Sustainable Development Goals. Es handelt sich also hier in erster Linie um das Development Goal 13, Climate Action. All unsere Projekte und Tätigkeiten, die wir durchführen, sind in der Regel auch noch unter anderen SDGs quantifiziert. Das heißt, alle möglichen Co-Benefits, die Klimaschutzprojekte noch aufweisen, werden auch entsprechend mit aufgefasst und mit quantifiziert, weil wir dieses Framework United Nations Sustainable Development Framework entsprechend genauso bejahen wie Climate Action an sich. Genau, ganz kurz eine übergeordnete Kategorien. Es gibt drei große Felder, in denen man Climate Action in Lieferketten kategorisieren kann. Eines Thema wäre auf jeden Fall Klimawandel. Alle Themen rund um Klimawandel, Wälder und Bodennutzung wären anderes, sowie Wassermanagement, ein ganz wichtiges Thema, vor allem auch in der Zukunft, immer wichtiger werdend. Gut, wie ich eingangs schon erwähnt habe, Southpool ist Projektentwickler von Klimaschutzprojekten. Wir sind zeitgleich aber auch Beratungsdienstleister von Klimastrategien und der Erstellung von Klimastrategien. Und hier möchte ich kurz zwei Konzepte erklären anhand dieses Beispiels hier unten. Man sieht hier exemplarisch einen CO2-Fußabdruck eines Unternehmens, der über die Jahre hinweg reduziert wird und zeitgleich auch kompensiert wird. Ja, hier spreche ich auf zwei Konzepte an. Das eine Konzept ist natürlich die Reduktion von Emissionen mit Hinblick auf eine Initiative, die Science-Based Target-Initiative, die ungefähr das oder ungefähr bedeutet, dass Emissionsreduktion oder Emissionsreduktionsziele im Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen von 2015 geschlossen werden. Und da schließe ich jetzt sozusagen den Loop, den Kreis wieder. Von meiner vorigen Folie, der sagt, dass die Klimaziele die Klimaziele vom Pariser Klimaabkommen eben entsprechend genau mit den Emissionspfaden von 1,5 Grad und 2 Grad übereinstimmen. Das heißt, wenn sich ein Unternehmen unter diese Initiative anschließt, dann werden diese die Ziele entsprechend mit dem Einklang mit diesen Emissionspfaden geschlossen. Nichtsdestotrotz sagen die aktuellen Szenarien oder Entwicklungen auf der Welt auch aus, dass wir tatsächlich hinterherhinken und unser sogenanntes CO2-Budget aufgebraucht ist. Aus diesem Grund sind auch Schritte hin zur Kompensation in der Lieferkette, sogenanntes Insetting, immer essentieller und immer wichtiger unter der heutigen Situation. Und wir explizit bei Southpool empfehlen beide Aspekte, also die Reduktion der eigenen Emissionen, aber auch die Kompensation am besten in der eigenen Lieferkette weiter zu verfolgen, am besten parallel zu starten. So, genau, was bedeutet Emissionsreduktion? Also jetzt nochmal einen kurzen Ausflug Richtung Science-Based Targets mit Hinblick auf Scope 3 Emissionen nach dem Greenhouse Gas Protocol. Es gibt dort verschiedene Kategorien, in die sich die Lieferkettenemissionen aufteilen lassen. Hier sieht man zum einen Purchase Goods and Services, das heißt also alle bezogenen Güter und Dienstleistungen, natürlich Transport, Upstream und Downstream, Abfälle,
Business Travel und Pendlerverkehr sowie die Nutzungsphase von Produkten unter Umständen. Und für all diese gibt es verschiedene Reduktionsmaßnahmen. Es gibt gerade in dieser Kategorie, die auch in der Regel den größten Anteil an Emissionen eines Unternehmens stellt, Zulieferengagements sowie den Wechsel von Rohmaterialien zu Materialien, die einen geringeren Fußabdruck aufweisen. Auch im Bereich Transport gibt es langsam, aber sicher weitere Entwicklungen, grüne Logistik, Elektrifizierung von Fahrzeugflotten unter Umständen, das Aussetzen von Flugwaren und so weiter und so fort, wie man diese Emissionen weiter reduzieren kann. Des Weiteren natürlich Circularity sowie verbesserte Abfallwirtschaftsmaßnahmen, die man einführen kann, um im Bereich Abfallemissionen zu sparen. Beim Business Travel, ich denke mal, das sehen wir gerade oder erfahren wir alle gerade sehr live, da wir alle im Homeoffice sitzen. Und nicht reisen, also auch dort gibt es verschiedenste Policies, die man intern in einer Firma umsetzen kann, um dort Emissionen zu reduzieren. Genau, und dann eben noch auch die Use Phase, da kommt auch das Stichwort Produktdesign nochmal sehr zum Tragen, wo natürlich auch der Wechsel von Rohmaterialien einfließt, ja, aber auch das Produkt schon so konzipiert werden kann, dass die Nutzungsphase möglichst geringe Emissionen aufweist. Ja, und so kann man seine Emissionen auf ein gewisses Maß reduzieren, allerdings niemals komplett. Es gibt immer Emissionen, die unvermeidbar sind, die sich nicht reduzieren lassen auf null. Gut, nun in der nächsten Folie hier möchte ich ganz kurz auf das Thema Climate Action ein bisschen konkreter zu Projekten sprechen. Also welche Interventionen können unter welchen dieser Konzepte angewendet werden? Wie gesagt, nochmal Scope 3 Emissionsreduktion. Was würde das konkret bedeuten mit Bezug auf Lieferketten? Es gibt umweltfreundliche Landwirtschaftsmaßnahmen, die man einführen kann. Es gibt Möglichkeiten, nachhaltigere Lieferketten zu implementieren. Genau, wie gesagt, dieses ist unter dem Science-Based Target beispielsweise anrechenbar und sind beispielsweise Land- und Forstwirtschaft, agroforstbezogene Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft sowie Good Agricultural Practices. All das sind Konzepte, die hier Anwendung finden, die auch unter Umständen in einem Science-Based Target angerechnet werden können und entsprechend die Scope-3-Emissionen reduzieren können. Des Weiteren gibt es erneuerbare Energien, hier explizit natürlich in der Lieferkette Bezug auf Zulieferer genommen. Also auch das Supplier Engagement wird hier sehr wichtig, wie man erneuerbare Energien in der Lieferkette etablieren kann und unter Umständen Zulieferer auch zu Verpflichtungen rund um erneuerbare Energien bringen kann. Des Weiteren, genau, auch die Verwertung von Biomasse oder landwirtschaftlichen Abfällen, gerade in landwirtschaftlichen Lieferketten, sehr interessant, um beispielsweise Strom oder Prozesswärme darzustellen. Das andere Konzept wäre das Insetting-Konzept, wie eingangs schon erwähnt. Dieses Konzept bezieht sich auf das Klimaneutralitätsziel vieler Unternehmen. Ich werde im Folgenden auch gleich noch ein paar Beispiele bringen, wie wir mit Unternehmen Klimaneutralität erreicht haben. Hier sind das andere Themenaspekte, die unter einem Science-Based Target nicht anrechenbar sind, beispielsweise den Schutz von Wald in der Lieferkette, also unmittelbar mit der Lieferkette verbunden, in der gleichen Region beispielsweise. Wir sprechen von Wiederaufbau bzw. Wiederaufforstung degradierter Landflächen. Wir sprechen von Bereitstellung von Kochöfen, Wasserfiltern oder Wasserbrunnen für die lokale Bevölkerung, die somit Emissionen reduzieren können, da nicht mehr so viel Brennholz fürs Kochen oder das Abkochen von Wasser verwendet werden muss. Durch die höhere Energieeffizienz. Und auch dieses Ziel ist anrechenbar an ein Klimaneutralitätsziel, das letztendlich nichts ist als eine CO2-Bilanz von Emissionen und dann eine Kompensationsbilanz, die das Ganze auf Null setzt. Genau, Arten von Klimaschutzmaßnahmen. Jetzt gehen wir nochmal in verschiedene Maßnahmen, gebe einige Beispiele hier. Fang an mit dem Thema CO2-arme Landwirtschaft. Wie gesagt, unter Umständen unter beiden Aspekten anrechenbar. Agroforstwirtschaft, verbesserte Verwendung von Düngemitteln, verbesserte Bodennutzung sowie Bewässerung und Wassermanagement, die unter Umständen schon Emissionen oder CO2 im Boden speichern kann. Des Weiteren gibt es Energieeffizienzprojekte. Hier ist es interessant, Strom- und Wärmegewinn aus landwirtschaftlichen Abfällen nutzbar zu machen, die Energieeffizienz in der Produktion natürlich zu steigern, sowie auch unter Umständen Methan aufzufangen. Das ist beispielsweise in der Palmöl-Lieferkette sehr interessant, da dort relativ viel Methan in den Prozess anfällt. Des Weiteren nachhaltige Forstwirtschaft. Hier habe ich hier schon angesprochen, Waldschutz, Wiederaufforstungsprojekte, Aufbau und Wiederherstellung von Moorgebieten sowie verbesserte Forstwirtschaft im Bereich oder in der Region der Lieferkette.
Haushaltsprojekte hier, wie eingangs schon erwähnt, effiziente Kochöfen, Wasserfilter und Wasserbrunnenprojekte, welche der lokalen Bevölkerung, hauptsächlich im globalen Süden, dann auch Smallholder-Farmern dazu verhelfen können, mehr Zeit zur Verfügung zu haben, weniger Holz sammeln zu müssen, sowie unter Umständen auch respirative Atemwegserkrankungen vorzubeugen durch effizientere Kochprozesse, die ja in der Regel ohne einen Schornstein zu Hause funktionieren. Und dann letztlich noch erneuerbare Energien. Auch hier gibt es eine Bandbreite von verschiedenen Technologien, die Sie sicherlich alle kennen. Windkraft, Solar, Photovoltaik, Wasserkraft, Geothermie und Biomasse, welche in der Lieferkette etabliert werden können und dann auch zu Scope 3 Emissionsreduktionen führen. Genau, noch ganz kurz. Das sind alles sehr viele verschiedene Maßnahmen, Interventionen, aber was sind die CO2-Potenziale, was sind die Umsetzungspotenziale oder wie schwer ist die Umsetzung, wie schwer ist die Überwachung und welche Co-Benefits und weitere Aspekte weisen diese Interventionen auf? Fangen wir an mit dem CO2-Potenzial von CO2-armer Landwirtschaft. Das ist eher gering. Agroforstbetriebe sind relativ oder Maßnahmen sind relativ schwer einzuführen, führen einen zu einem relativ niedrigen CO2-Anspruch und sind aktuell noch relativ anspruchsvoll umzuführen. Allerdings sind die Co-Benefits sehr hoch, denn Einkommensdiversifizierung durch den Agroforstbetrieb und das Pflanzen anderer Nutzpflanzen im gleichen Plot führen direkt zur Einkommensdiversifizierung von Smallholder-Farmern. Also dementsprechend auf der Co-Benefit-Seite und anderen Sustainable Development Goals ein sehr hoher Beitrag, der hier noch mit abgeholt werden kann. Energieeffizienz, auch mittel bis hohes CO2-Einsparungspotenzial, die Umsetzung auch eher moderat. Die Überwachung dieser Aktivitäten stellt sich als eher einfach dar, allerdings auch die Co-Benefits eher moderat bis niedrig. Nachhaltige Forstwirtschaft, hier ist das CO2-Einsparungspotenzial unter Umständen mit am höchsten, gerade beim Thema Waldschutz, weil wir in vielen Ländern im globalen Süden noch sehr hohe Entwaldungsraten im tropischen Gürtel haben und durch diese Projekte ein expliziter Beitrag dazu geleistet werden kann, diese Biotope zu erhalten und letztendlich auch den Nutzen von Biodiversität, den Wasserhaushalt der Lieferkette mitzustützen, lokale Mikroklima mitzuschützen. Haushaltsprojekte, wie schon erwähnt, haben einen niedrig bis mittleren Einfluss auf die CO2-Sequestrierungsraten, sind relativ einfach umsetzbar bzw. erstellbar und auch hier sind die Co-Benefits für die lokale Bevölkerung und Smallholder-Farmer entsprechend hoch. Und letztlich noch erneuerbare Energien. Hier sind die Einsparungspotenziale sehr hoch, gerade mit Hinblick auf mit erneuerbaren Energien, die in Ländern eingeführt werden, die sonst sehr stark auf Kohle basieren. Ja. Umsetzung und Überwachung relativ einfach. Die Co-Benefits daher doch eher niedrig, da das ja erneuerbare Energienprojekte sind, im relativ starken Fokus auf die Energieerzeugung. Gut, dann habe ich noch ein paar Fallstudien. Möchte ich aber kurz Katja fragen, wie ich zeitlich stehe. Kann ich noch durch die drei Fallstudien durch und dann abschließen? Wir haben schon noch ein paar Fragen, aber geht doch dadurch wirklich alles sehr praktisch und plastisch. Okay, dann halte ich es kurz. Versuche es so kurz wie möglich zu halten. Eines unserer Beispiele, das wir hier haben, ist L'Oréal. L'Oréal selbst hat sich 2015 ein Klimaneutralitätsziel, sogenanntes Carbon Balance Program, gesetzt, das sie bis 2020, also bis innerhalb dieses Jahres, erreichen möchten. Das explizite oder die Strategie dieses Ziels ist explizit, Projekte in der eigenen Lieferkette zu identifizieren. Hier gibt es hauptsächlich, also es geht innerhalb oder rund um 15 Rohstoffe der Lieferkette mit einem starken Fokus auf Palmöl und Südostasien. Und hier haben wir mit L'Oréal erst einmal strategisch daran gearbeitet, diverse Projekte und Maßnahmen zu identifizieren, dann auch klar den Bezug herzustellen, ob das in der Lieferkette ist und dann diese Projekte entsprechend auch durchzuführen. Genau, ein anderes Beispiel ist Coop Schweiz, ein Lebensmittelverkäufer in Schweiz, welche sich ein ähnliches Klimaneutralitätsziel gesetzt haben, allerdings einen leicht anderen Weg gehen. Sie fokussieren sich sehr auf Smallholder Farmers. Ja, hier jetzt ein Beispiel von Kaffee, eines der Ressourcen, die sie beziehen in Tansania. Hier haben wir für Coop entsprechend ein Wasserfilterprojekt umgesetzt, was dazu geführt hat, dass die Brennstoff oder die Brennholzmengen, die die lokale Bevölkerung zum Abkochen vom Wasser, aber auch zum
zum Kochen generell benutzt hat, signifikant reduziert werden konnte. Und die daraus resultierenden CO2-Emissionen oder eingesparten CO2-Emissionen haben wir dann an das Klimaneutralitätsziel von Coop angerechnet, das wir bis 2023 erreichen möchten. Ja, und letztens noch eine strategische Arbeit hier mit Adidas Roadmap für ein Scope 3-Ziel. Adidas arbeitet schon seit längerem, schon seit etwa 10 Jahren daran, mit Lieferanten an Energieeffizienz sowie an Stakeholder Engagement zu arbeiten, versucht die Lieferketten transparenter zu gestalten, macht schon sehr viel und versucht auch jetzt das Thema Klima explizit genauer anzugehen. Und hier haben wir Adidas strategisch erst einmal dabei unterstützt, ein Tool zu entwickeln, eine Art Entscheidungsinstrument, das hilft, gewisse Maßnahmen zu priorisieren und dann auch aufzuzeigen, wie diese umgesetzt werden können, um die Scope 3-Ziele letztendlich zu erreichen. Genau, und damit möchte ich beenden. Ich hoffe, es war schnell genug. Ich habe auch hier noch weitere Links zu Factsheets. Das sind Hyperlinks, können Sie sich gerne im Nachgang noch anschauen auf der letzten Folie meiner Präsentation zu dem Thema Insetting sowie Science-Based Targets. Genau, und wird damit dann erstmal für Fragen offen sein. Wunderbar, vielen, vielen Dank an dich, Christopher. Und wir haben jetzt wirklich noch einige Fragen zusammengesammelt. Also ich habe ja auch nicht im Hintergrund meine E-Mails gecheckt, sondern das sind die Fragen, die hier aus der Gruppe kommen. Erstmal vielen, vielen Dank für eure Fragen. Das freut uns immer sehr, dass ihr da so aktiv seid. Ich stelle dir einfach mal, Christopher, ein paar Fragen. Also eine Frage kommt zum Thema der Unterschied zwischen Science-Based Targets und diesen Insetting-Maßnahmen, von denen du geredet hast, die noch nicht ganz klar waren. Und da war die Bitte, dass du vielleicht dann noch mal ganz kurz drauf eingehst, was da so der Unterschied ist zwischen den beiden Science-Based Targets und diese Insetting-Maßnahmen. Genau, kann ich gerne machen. Also genau, wie gesagt, ich bringe vielleicht noch mal, kann ich hier zurückspringen? Moment, ich bringe noch mal ganz kurz zurück, dann haben wir die entsprechende Folie oder können wir eigentlich auch hier bleiben. Genau, also Science-Based Targets und Klimaneutralitätsziele. Es gibt, wie gesagt, in der aktuellen, unternehmerischen Nachhaltigkeit oder der Zielsetzung von Nachhaltigkeit gibt es zwei Arten von Zielsetzungen. Das eine ist, wie gesagt, ein Emissionsreduktionsziel, die in den letzten Jahren teilweise ganz bunt daherkam, ein 2020-Ziel, 20% Emissionsreduktion bei 2020, ja, das ist ein Thema. Und hier setzt jetzt das Science-Based Target als fortführendes Initiative an und versucht, diese Klimaziele ein bisschen mehr Kontext zu geben und die mit dem Pariser Klimazielen bzw. den Emissionsreduktionspfaden in Einklang zu bringen. Das heißt, diese Ziele sind Science-Based nun. Ja, und wer sich unter der Science-Based Target-Initiative bewirbt, ja, die Ziele einreichen, die dann auch geprüft werden und abgenommen werden, und die Ziele dann auch angenommen werden entsprechend, der kann dann auch guten Gewissens sagen, dass die Emissionsreduktionsziele, die wir uns jetzt gesetzt haben, die liegen im Einklang mit den Emissionsreduktionspfaden, die unter dem Pariser Klimakommen dargestellt sind. Ja. Also das ist eine Sparte, das sind Reduktionsziele. Das andere Thema, das sind Kompensationsziele, also Klimaneutralitätsziele. Es gibt ja den Begriff Offsetting, welcher Kompensationsmaßnahmen umschreibt. Ja. Parallel dazu existiert der Begriff Insetting seit einigen Jahren, welcher explizit Bezug zu Kompensation, also Offsetting, in der Lieferkette nimmt. Ja, und damit wird der Bogen geschlossen und ein sehr ambitioniertes oder ehrgeiziges Kompensationsziel verfolgt, nämlich die Entwicklung oder die Identifizierung und Entwicklung von Projekten in der eigenen Lieferkette, die dann CO2-Zertifikate generieren, um ein Klimaneutralitätsziel zu erreichen. Jetzt stellt sich wahrscheinlich die Folgefrage, warum denn nicht gleich beide Ziele gleichzeitig erreichen? Deswegen habe ich hier die Unterscheidung gemacht, da nämlich manche dieser Aktivitäten nicht explizit unter Science-Based Target in der Scope 3 Lieferkette liegen. Das heißt, sie sind nicht im Scope 3 Inventar. Wenn man beispielsweise einen Wald neben der Farm schützt, dann ist das nicht Teil der Lieferkette per Definition. Selbstverständlich ist es in der Lieferkette und hat diverse Einflüsse auf das Mikroklima, wenn dieser Wald da ist oder nicht da ist. Daher sehen wir diese Kompensationsmaßen und dieses Konzept von Insetting als unmittelbares Instrument, um Klimaschutz parallel zu Emissionsreduktion voranzutreiben. Ich hoffe, das hat die Frage grob beantwortet. Super, vielen, vielen Dank. Dann gibt es noch eine andere Frage. Also gibt es ein gutes Beispiel oder Tool, um eine CO2-Bilanzierung zunächst selbst durchzuführen? Also sich quasi an das Thema heranzutasten, wenn man noch nicht
groß genug ist, um das extern machen zu lassen? Genau. Gute Frage. Es gibt diverse Tools. Wir haben beispielsweise, also kann ich jetzt aus meiner Perspektive antworten, wir haben selbst ein Tool, das es auf unserer Homepage gibt, das Tool nennt sich Alaska, wo man selbst Treibhausgasbilanzierungen zu einem gewissen Maß durchführen kann und sich selbst an das Thema herantasten kann. Also dort gibt es CO2-Rechner, jetzt beispielsweise unserer Seite, gibt es aber auch im Internet, die verschiedene einzelne Aktivitäten bilanzieren lässt. Genau, aber ja, und rundherum oder letztendlich dann aber auch Scope 1, 2 und 3 Emissionen bilanzieren lässt. Also da gibt es diverse Anbieter, wir sind einer davon, der das anbietet, bei dem man sich auf unserem Portal beispielsweise registrieren kann und das machen kann. Super, vielen Dank. Dann noch eine weitere Frage. Gibt es Circular Economy Ansätze bei der klimarelevanten Optimierung von Lieferketten? Circular Economy, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir sehen das immer mehr und mehr, also Circular Economy Ansätze, die dort auch Anwendung finden. Ich denke, ein expliziter Bezug wäre hier Life Cycle Assessment. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich, wenn ich hier jetzt, sage ich mal, von Unternehmen und den CO2-Bilanzen von den Unternehmen spreche, gibt es dann noch ein anderes Fokusgebiet auf das Produkt bezogen. Und gerade wenn es um Nachhaltigkeit von Produkten geht oder nachhaltigere Produkte, da sind Circular Economy Ansätze sehr, sehr wichtig, weil sie nämlich genau oder letztendlich effektiv diese Emissionen oder niedrigeren Emissionen oder Fußabdrücke dann auch darstellen würden. Also da ist es ein explizites, ich sag mal, Mittel fast schon, um Produkte mit oder Lösungen auch mit niedrigem Fußabdruck darzustellen. Wunderbar. Dann vielleicht noch die letzte Frage. Warum ist das CO2-Potenzial beim Thema Landwirtschaft eher gering? Gerade dort kann doch sehr viel nachhaltiger gearbeitet werden als bisher. Stichwort Biolandwirtschaft etc. Ja, das ist wahr, das ist definitiv richtig und vielleicht in der Darstellung auch etwas untergegangen. Es ist natürlich eine relative Darstellung gewesen. Wenn wir Projekte entwickeln, gibt es diverse Interventionen, die eigentlich Emissionen schon sehr viel effizienter und in einem sehr viel größeren Ausmaß auf den Dollar runtergerechnet oder den Euro runtergerechnet reduzieren können. Selbstverständlich gibt es in allen Bereichen enorme Potenziale, die man heben und auch heben muss, ja, um auch die Klimaziele zu erreichen. Gerade in der übernächsten Folie habe ich ja dargestellt, dass beispielsweise Waldschutz ein riesiges Thema ist, denn die Emissionen, die aus der Entwaldung aktuell noch kommen, sind signifikant, ja, und aber Waldschutz relativ einfach umsetzbar letztendlich, ja, und da relativ runtergerechnet auf den Euro, den man dann am Ende pro Tonne CO2 investieren würde, um diese Maßnahmen umzusetzen, ist das Potenzial natürlich noch sehr viel höher. Vielen Dank. Dann danke ich dir nochmal sehr von Herzen, Christopher, das war sehr interessant, sehr, sehr plastisch. Ich habe noch mehr Fragen, aber wir haben leider dafür keine Zeit. Aber vielen, vielen Dank für eure rege Teilnahme. Ich wollte auch noch mal sagen, also für die, die das am Anfang nicht gehört haben, das Deck, also die Decks von allen unseren Session Leaders werden am Ende in den nächsten Tagen dann an euch alle geschickt. Also dann habt ihr die ganzen Decks, dann habt ihr auch die Links, die darin sind und könnt euch das in Ruhe noch mal anschauen. Nochmal vielen Dank, Christopher. Und dann würde ich Theresa Kia-Chong bitten von Löning Berlin, zum Thema Menschenrechte sich hier auf Video und auf Audio zu schalten. Vielen Dank. Wir freuen uns auf deine Präsentation, liebe Theresa. Hi, ja super. Ich versuche mal direkt, ob das klappt, beim ersten Versuch den Bildschirm freizugeben. Hat das funktioniert? Super, sieht gut aus. Prima, sehr schön. Genau, ja, ich habe gerade auch schon die Frage im Chat gesehen. Ich würde gerne zu Unternehmen und Menschenrechten sprechen und ich freue mich total über die Einladung. Also vielen Dank nochmal an B-Corp und auch die Gemeinwohlökonomie Bayern für die Einladung. Genau, denn Nachhaltigkeit hat natürlich neben dem Fokus auf Umweltaspekten, die wir gerade schon gehört haben, auch eben die sozialen Faktoren mit dabei. Und genau, da würde ich erst einmal unser Team Löning vorstellen und einmal unseren Hintergrund, wo ich herkomme, was wir machen, einmal kurz vorstellen, bevor wir dann reingehen und schauen, Menschenrechte, warum sind die überhaupt denn für Unternehmen wichtig? Und da schauen wir einmal, was da die Relevanz ist, um dann überzugehen, was denn eigentlich mit den Menschenrechten im Wirtschaftskontext gemeint ist. Kann ja durchaus auch relativ abstrakt sein in diesem Bereich und da ein bisschen Verständnis schaffen, was umfasst das eigentlich. Und schließlich, ich weiß, die meisten, die hier zuschauen, sind ja wahrscheinlich auch Vertreter oder Vertreterinnen von Unternehmen. Da ist dann natürlich auch die Frage, was sind denn jetzt eigentlich die Anforderungen an Unternehmen? Was muss hier eigentlich erfüllt werden?
Und dann kommen wir auch schon zu den Fragen. Genau. Wir sehen hier unser Team einmal und wir sind ein ganz internationales und diverses Team. Wir haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Also wir haben alle Expertise im Bereich Menschenrechte, bringen aber das alles aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen. Also dazu gehören Betriebswirtschaft, Recht und auch Sozial- und Politikwissenschaften. Uns vereint aber das Ziel, Menschenrechte in der privaten Wirtschaft stärken zu wollen. Und als internationale Beratung und Think Tank bieten wir Unternehmen Orientierung in menschenrechtlichen Sorgfaltsprozessen. Und das natürlich nach international anerkannten Standards. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 arbeiten wir also daran, dass die Achtung der Menschenrechte in Managementprozessen von Unternehmen gestärkt werden. Wir unterstützen da globale Unternehmen und Organisationen von ganz, ganz unterschiedlicher Größe, also von kleinen Familienunternehmen bis zu DAX-Unternehmen. Das ist wirklich ein Querschnittsthema, was sich innerhalb von Unternehmen immer wieder auf eine gleiche Art und Weise zeigt, unabhängig von Branche oder Größe. Und wir unterstützen eben dabei die Integration von der Achtung von Menschenrechten in Unternehmensstrategien und auch in das operative Geschäft eben zu implementieren. Wir sehen uns dabei Sachverhalte unparteiisch und umfassend an und gehen auch schwierigen Fragen mal auf den Grund. Also wir nehmen auch gerne so eine Art Challenger-Position, die man als extern viel besser einnehmen kann, als wenn man tatsächlich intern mit involviert ist. Ja, und dann schließlich sprechen wir dann natürlich auch praxisnah und auf die jeweilige Situation zugeschnittene Handlungsempfehlungen auf. Gerade das Thema Menschenrechte ist halt anders als jetzt im Bereich Emissionsreduzierung ein bisschen schwieriger greifbar und ist sehr abhängig von dem jeweiligen Kontext. Ja, CO2 kann man jetzt zum Beispiel in Tonnen ausdrücken und ausrechnen, wie da eine Verbesserung oder eine Verschlechterung stattgefunden hat. Bei Menschenrechten ist das alles immer sehr auf den Kontext abhängig und eben nicht so einfach zu messen. Wir haben das ja an dem Vortrag von Thorsten auch schon gehört, dass es sich für manche Faktoren, die halt die nachhaltigen Wirtschaftsziele betrifft, eben einfach auch ein bisschen schwieriger ist. Und das ist definitiv ein Bereich. Ja, und Sie sehen ja auch eine Auswahl von unseren Leistungen. Also neben Risikoanalysen und Capacity-Building-Maßnahmen bieten wir auch Möglichkeiten für die effektive Überprüfung von dem Status quo von dem Unternehmen. Sodass man auch schnell schauen kann, wo stehen wir denn eigentlich bei der Erfüllung der sogenannten menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht. Ja, also Menschenrechte. Warum sind die denn jetzt so wichtig für Unternehmen? In kurz kann man eigentlich im Prinzip sagen, Lieferketten sind Menschenketten, weil über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg können Unternehmen eben ganz enormen Einfluss auf das Leben von Menschen auf der ganzen Welt haben. Ob man jetzt sich das anschaut, wenn man angestellt ist in einem Beruf, wenn man Nachbar ist in anliegenden Regionen von Produktionsstätten, als Landwirte oder kleinbäuerliche Betriebe, egal wo auf der Welt, und auch eben die Familienangehörigen. Die Auswirkung von globaler Wertschöpfung betrifft immer Menschen. Und kein Unternehmen ist da gänzlich frei von menschenrechtlichen Risiken. Insbesondere zu so Krisenzeiten wie jetzt unter den Umständen, zu denen wir uns jetzt gerade befinden, sollten sich Unternehmen da eben auch ihrer Verantwortung bewusst sein. Und durch die Globalisierung und den damit einhergehenden Verkettung von ganz verschiedensten Akteuren haben sich auch ganz neue Fragen in Bezug auf Menschenrechte ergeben. Die vorherrschenden Strukturen begünstigen ziemlich intransparente Bedingungen. Und viele Unternehmen können heute auch gar nicht genau sagen, wo die einzelnen Bestandteile ihrer Produkte ursprünglich eigentlich herkommen oder aus wie vielen verschiedenen sie zusammengesetzt sind. 2011 wurden deshalb die UN-Leitprinzipien verabschiedet und die geben erstmals so einen internationalen Referenzrahmen zur Abgrenzung von Verantwortlichkeiten. Wir sehen hier in der ersten Säule, dass es liegt die Pflicht von Staaten fest. Die ist schon bekannt gewesen. Menschenrechte sind die Verantwortung von Staaten. Sie sind dazu verpflichtet, dass Menschenrechte geachtet werden, dass sie geschützt werden und sie sind auch dafür verantwortlich, dass sie aktiv gefördert werden. Jetzt kommt die Pflicht der Unternehmen in der zweiten Säule, die wir hier sehen. Weil die ist nämlich unabhängig von der Schutzpflicht des Staates. Wenn ein Staat also nicht willens oder unter Umständen auch nicht in der Lage ist, Menschenrechte zu schützen, dann enthebt das ein Unternehmen nicht ihrer Verantwortung, der Achtung nachzukommen. Und dabei sollen Unternehmen sowohl eigene Geschäftstätigkeiten als auch weitere Geschäftsbeziehungen wie Lieferanten, Geschäftspartner und so weiter beachtet werden. Das heißt also auch Auswirkungen und Risiken, die das Unternehmen entweder alleine verursacht hat, also direkt daran beteiligt ist, zu dem das irgendwie beiträgt oder auch sonst in irgendeiner Art und Weise in Verbindung steht, zum Beispiel durch Geschäftsbeziehungen.
Die Verantwortung von Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte ist dabei auch unabhängig von der Größe oder von dem Sektor des Unternehmens. Spiegelt sich also auch in dem wider, was ich gerade schon gesagt habe, wen wir beraten und wer unsere Kunden sind. Das ist ein absolutes Querschnittsthema und ja, wie das denn genauer bei der menschenrechtlichen Sorgfalt, bei der Umsetzung dabei aussieht, da schauen wir später nochmal ein bisschen rein in meinem Vortrag und schauen jetzt nochmal auf die dritte Säule, die nämlich Staaten und Unternehmen gleichermaßen betrifft. Das ist nämlich die Säule von Remedy, das heißt Staaten und Unternehmen müssen Opfern von Menschenrechtsverletzungen Zugang zu gerichtlichen oder außergerichtlichen Beschwerde- und Sanktionsmechanismen gewährleisten. Ja, aber auch außerhalb von diesem normativen Rahmen ist es durchaus auch sinnvoll für Unternehmen, wenn sie sich eine Menschenrechtsstrategie, die robust ist, mit in ihre komplette Unternehmensstrategie nehmen. Weil Globalisierung, Klimawandel und Digitalisierung haben ja Produktionsverfahren, Gesellschaften, aber auch das Konsumverständnis komplett radikal verändert. Das haben wir eben auch in dem Vortrag gehört. Da haben wir so ein paar Zahlen von Umfragen gesehen, was es für die Konsumenten, gerade auch von den jüngeren Generationen bedeutet, sich ja, wie wertgetrieben sie auch sind inzwischen. Und ja, die Verantwortung für die Achtung von Menschenrechten und auch die Einhaltung von Umweltstandards haben sich da ganz neu definiert. Und deshalb Unternehmen, die den Aufbau und die Umsetzung von einer robusten Strategie zur menschenrechtlichen Sorgfalt in ihre Prozesse integrieren, nutzen also die Chance, langfristig am Markt bestehen zu können. Das kann man schon so sagen. Sie erfüllen dann die gesetzlichen Verpflichtungen und die gesellschaftlichen Erwartungen. Außerdem können sie auch ein verbessertes Risikomanagement betreiben und ihre Reputation so schützen. Nicht nur das Konsumverhalten und ja, das halt Transparenz über die Herkunft von Produktionsbedingungen von Produkten Konsumenten beeinflusst, trägt dazu bei, sondern auch das Bekenntnis zur Achtung von Menschenrechten von einem Unternehmen schafft auch generell Vertrauen und Akzeptanz in der Gesellschaft. Das wirkt sich natürlich nicht zuletzt auch auf die Gewinnung von Nachwuchskräften aus und begünstigt langfristige und zuverlässige Lieferantenbeziehungen. Was dann wiederum auch Relevanz haben kann für weitere Geschäftsbeziehungen, denn Investoren und auch Geschäfts- und Privatkunden legen immer mehr Wert auf die finanziellen, auf die nicht finanziellen Faktoren. Es gibt zum Beispiel einen Marktbericht, einen FNG-Marktbericht über nachhaltige Geldanlagen von 2019, der auch besagt, dass Arbeitsbedingungen und Menschenrechte zu den Top 3 Ausschlusskriterien für institutionelle Anleger gehören. Ja, und seit 2011 die UN-Leitprinzipien, die Säulen, die wir gerade gesehen haben, verabschiedet wurden, ist eine ganze Menge passiert im Bereich der gesetzlichen Entwicklung. Wir haben hier mal so eine kleine Timeline für diese Jahre sozusagen erstellt, was dort passiert ist. Und da kann man definitiv sehen, dass hier eine weltweite Zunahme an Rahmenwerken und Gesetzen schon vonstatten gegangen ist. Das drückt sich vor allem in Transparenzanforderungen zu den Tätigkeiten aus, die Unternehmen zum Schutz von Menschenrechten ausüben. Ein ganz bekanntes Beispiel ist hier zum Beispiel der UK Modern Slavery Act. Der betrifft auch deutsche Unternehmen, da das Gesetz sich auf die Wertschöpfungskette bezieht. Hier müssen Unternehmen einmal jährlich eine Erklärung abgeben, aus der hervorgeht, welche Maßnahmen unternommen wurden, um Sklaverei und Menschenhandel innerhalb von ihren Unternehmensprozessen zu verhindern. Und da reicht eine Niederlassung oder auch eine Marktbeteiligung in Großbritannien zur Verpflichtung auf. Ein anderes bekanntes Beispiel ist auch das Loi de Vigilance, das französische Gesetz, das halt die Sorgfaltspflicht von Unternehmen betrifft und das ist 2017 in Kraft getreten. Und hier müssen betroffene Unternehmen einen Sorgfaltsplan veröffentlichen und hier eben die beschreiben, wie die Anforderungen der UN-Leitprinzipien umgesetzt werden und in der Geschäftspraxis verankert sind. Ja, und auch in der Schweiz läuft ja gerade die Konzernverantwortungsinitiative. Das ist auch interessant, dass hier vor allen Dingen auch aus der Bevölkerung eine strenge Gesetzgebung befürwortet wird. Das hat auch eine Umfrage von der Technischen Hochschule in Zürich ergeben. Also auch ein interessanter Prozess. Und hier in Deutschland sehen wir 2016 wurde der NAP in Kraft gesetzt und der drückt die Erwartungshaltung unserer Bundesregierung in Bezug auf Wirtschaft und Menschenrechte auf. Ähnlich wie das französische Gesetz fordert er, dass alle Unternehmen einen Prozess zur Umsetzung der sogenannten menschlichen rechtlichen Sorgfaltspflicht implementieren sollen, so wie es halt eben in den UN-Leitprinzipien auch dargelegt ist. Und hier sehen wir einmal eine Karte, die man bei Global Nuts einsehen kann.
Das gibt einen wunderbaren Überblick, wie sich da weltweit wirklich was tut, seit die UN-Leitprinzipien eben verabschiedet worden sind. Alles, was halt grün ist, hat bereits einen NAP veröffentlicht. Alles, was blau ist, ist gerade dabei, einen NAP zu entwickeln. Und dann die Orangenen, dort gibt es andere Initiativen, die vielleicht nicht vom Staat getrieben sind, aber auch hier tut sich sehr viel. Das heißt, es ist nicht nur in Europa, wo wir eben geschaut haben, sondern die UN-Leitprinzipien haben wirklich weltweit auch Auswirkungen. Und wenn wir dann jetzt nochmal schauen, der NAP selber ist eben nicht verpflichtend, das heißt, es ist ein nicht verpflichtendes Rahmenwerk. Aber wenn wir schauen, zu was es im Endeffekt führt, sieht man schon eine Entwicklung hin zu verpflichtenden Gesetzen. Wenn wir jetzt hier, habe ich einmal eine Karte von Europa mit reingenommen. Man sieht, es haben schon einige Länder ein Gesetz verabschiedet. Es gibt an manchen Stellen bereits einen Gesetzesvorschlag. Und von anderen sieht man auch, dass die Gesetzgebung öffentlich diskutiert wird, ob das jetzt von staatlicher Seite vorgeschlagen ist oder von NGOs oder in der Bevölkerung eben gepusht wird. Sieht man trotzdem, dass hier sehr viel Bewegung ist und die Tendenz ist auch verfolgbar und steigend. Und dann nochmal auf das steigende Bewusstsein in der Öffentlichkeit, um hierfür nochmal ein Beispiel zu bringen. Und das ist auch tatsächlich ein sehr frühes, also es ist schon ein bisschen länger her, aber ich denke, damals das Fabrikunglück in Bangladesch war ein starker, hat auch einen starken Druck in der Öffentlichkeit ausgelöst auf Unternehmen. Und ja, hier sehen wir ein Beispiel für die steigenden Forderungen, die hier da sind. Bei dem feiernden Fabrikunglück damals sind über 1.100 Mitarbeiter gestorben und mindestens 2.000 weitere Menschen sind verletzt worden. Und da hatten auch ganz, ganz viele Firmen aus Europa eben ihre Kleidung herstellen lassen. Und die ILO hat für Hinterbliebene und Verletzte einen Entschädigungsfonds eingerichtet, in den Unternehmen einzahlen konnten. Hier sehen wir das Beispiel der Firma Benetton, die da sehr unter Druck gekommen sind. Die waren nicht unverzüglich sofort bereit, in diesen Fonds einzuzahlen und wurde von NGOs halt eine Online-Petition gestartet, die von wahnsinnig vielen Menschen unterstützt wurde. Das waren mehr als 1 Million Menschen, die ja eben auch die Petition unterstützt haben und gefordert haben, dass eben Unternehmen sich dort beteiligen. Und ja, 2 Jahre später nach dem Unglück hat sich Benetton auch dazu entschieden, eben sich hier zu beteiligen. Das kann neben dem Druck eben von der Öffentlichkeit hier eben auch in dem Rahmen gesehen werden, dass im Laufe seit der Verabschiedung der UN-Leitprinzipien wirklich auch in politischen Debatten sich viel getan hat. Und ja, in dem ganzen Diskussionsfeld ist es einfach sehr gestiegen. Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie das Unternehmen Menschenrechte achten sollen und wie das passieren soll. Aber was genau sind eigentlich Menschenrechte? Diese Diskussion kommt tatsächlich immer wieder auch mal auf. Es gibt wahnsinnig viele Rahmenwerke dazu. Was ist denn jetzt eigentlich der Kern? Und der Kern sagt eigentlich der Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie gelten für jeden und überall. Das ist eigentlich der Kern von Menschenrechten. Wenn man sich das einmal mit reinnimmt sozusagen ins Bauchgefühl, dann ist man eigentlich schon an den Kern dran. Ja, und das gilt eben unabhängig von Nationalität, von Wohnort, Geschlecht, nationaler oder ethnischer Herkunft, egal ob Hautfarbe, Religion, Sprache oder irgendeinem anderen Status. Jeder Mensch ist Rechteinhaber oder Rechteinhaberin. Und ja, besonderer Schutz gilt dabei wohl besonders gefährdeten Personengruppen, wie zum Beispiel oft Kinder, Frauen oder ethnische Minderheiten. Die universellen Menschenrechte sind dabei auch in beiden Teilen durch das Gesetz in Form von Verträgen und allgemeinen Grundsätzen im Völkerrecht ausgedrückt und garantiert. Wie gesagt, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist die maßgebliche Quelle. Das sind 30 Artikel, die eben die grundlegenden Rechte eines jeden Menschen enthält. Sie wurde 1966 in 2 wichtigen UN-Pakten spezifiziert und rechtsverbindlich gemacht. Das ist der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der sogenannte Zivilpakt, und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der Sozialpakt. Und 164 Staaten haben diese Pakete eben ratifiziert und damit rechtsverbindlich gemacht. Und seit der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wurden über 70 weitere Menschenrechtsabkommen von den Vereinten Nationen besiegelt. Und über die Menschenrechtsabkommen von den Vereinten Nationen hinaus haben sich auch internationale Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsbereiche etabliert.
Sie wurden hier von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO entwickelt und bilden einen wichtigen Referenzrahmen für Arbeitsstandards. Ja, die ILO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und ist damit beauftragt, soziale Gerechtigkeit für die Menschen mit Arbeitsrechte zu fördern. Bislang haben 138 ILO-Mitgliedstaaten alle Kernübereinkommen der ILO ratifiziert. Dazu gehört natürlich auch Deutschland. Und alle Unternehmen, unabhängig von ihrem Standort oder der Destination, müssen diese Standards über nationale Gesetzbestimmungen hinaus beachten. Jetzt sehe ich schon Katja bei mir am Bildschirmrand. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Aber natürlich. Okay, ja, das ist klar. Sehr schön. Genau, dann jetzt kommt der Part, wo eigentlich immer die größten Fragen aufkommen und wo ich auch schon am Anfang gesagt habe, das ist eben der Bereich, es gibt einen Rahmen, aber sehr kontextabhängig. Und genau, was beinhaltet die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht? Was ist die Anforderung? Was sollen Unternehmen eigentlich erfüllen? Und da sehen wir hier einmal, was die UN-Leitprinzipien sagen und was eben auch der Nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte festhält, diese fünf Kernelemente. Zum einen ist es einmal eine Grundsatzerklärung, die einmal verabschiedet werden soll. Das heißt, betriebsintern müssen zunächst entsprechende Strukturen geschaffen werden. Erster Schritt hierfür ist die öffentliche Anerkennung zur Verantwortung der Menschenrechte durch eine sogenannte Grundsatzerklärung eben. Hierin formuliert die Geschäftsführung ein Bekenntnis zu den Menschenrechten im Sinne des Unternehmens. In der Regel enthält sie Kernmotivation und zukünftige Ziele. Und die ist halt zur Kommunikation einmal nach außen gedacht, aber natürlich auch intern, um eben ja, eine Unternehmenskultur auch im Sinne von Menschenrechten dort eben zu verankern zu können und dort ein Fundament zu legen. Der zweite Punkt ist die Ermittlung von Risiken und Auswirkungen. Im zweiten Schritt sollen hier Unternehmen Verfahren einführen zur Ermittlung nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte. Das kann mit einer menschenrechtlichen Risikoanalyse ermittelt werden. Die legt den Grundstein zur Erfüllung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht und ist deshalb auch unerlässlich dafür, dass man eben ja, die Ansprüche im politischen Feld, von der gesetzlichen Lage her und auch gesellschaftlich gerecht wird. Mit der können wir identifizieren, wo in der Wertschöpfungskette das Unternehmen tatsächliche oder potenzielle Risiken hat, Rechte von Menschen zu verletzen. Auch wie groß die sind und wie schwerwiegend die Risiken sind und in welcher Reihenfolge die Risiken bearbeitet werden sollen. Und hierbei ist es eben zentral, dass eben nicht nur die eigenen Mitarbeiter betrachtet werden, sondern auch wiederum halt Kundinnen und Arbeitnehmer und von Lieferanten und ja, anderen Geschäftspartnern. Besonders gefährdete Personengruppen spielen hier auch wieder eine besondere Rolle, auf die sollte ein Fokus gelegt werden. Ja, die Perspektiven sollten auch direkt im Prozess eine Rolle spielen. Und hier ist es auch ratsam, sich nochmal, wenn man die Risikoanalyse selber durchführt, nochmal Rat von externen Beraterinnen zu holen. Das können NGOs sein, Gewerkschaften oder eben Menschenrechtsexpertinnen, sowie von Team Döning, wie wir das machen. Genau, und als dritten Punkt ist es dann, dass man aufbauend auf den Ergebnissen der Risikoanalyse schließlich eine Strategie zur Reduzierung menschenrechtlicher Risiken entwickeln sollte. Hier stehen dann Ziele zur Verbesserung eben zur Achtung der Menschenrechte werden gesetzt und ja, dann eben Maßnahmen zu deren Erreichung. Dazu können zum Beispiel ganz unterschiedliche Dinge gehören, wie zum Beispiel das Absetzen von einem Code of Conduct, ob intern oder für Lieferanten, Trainings für das Personal, Anpassung bestimmter Managementprozesse, aber auch Pilotprojekte zu bestimmten Problemstellungen, auch in Brancheninitiativen. Ja, und dazu gehört natürlich auch, dass nur durch regelmäßige Überprüfung und Evaluierung der eingeleiteten Maßnahmen die ermittelten Risiken, dass nur dann auch was über den Fortschritt gesagt werden kann. Das heißt, auch das hier gehört in den Bereich der Maßnahmen. Und wie wir eben schon gesagt haben, wenn Unternehmen ihre Risiken und Auswirkungen ermittelt haben und Maßnahmen zur Abwendung eingeleitet werden, sollten sie darüber transparent berichten und ihre Ergebnisse extern kommunizieren. Unternehmen sollen wissen und zeigen, inwiefern sie der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachkommen. Das ist besonders mit den gestiegenen politischen und öffentlichen Erwartungen besonders relevant geworden. Wir haben das gerade schon mal gehört. Ja, und für viele Unternehmen gehört das Veröffentlichen von einem Nachhaltigkeitsbericht ja schon lange zu einer transparenten Kommunikation mit ihren Interessensgruppen. Und auch im Bereich Menschenrechte kann hier eben Vertrauen geschaffen werden, besonders für Investoren, aber auch für Konsumentinnen und institutionelle Investoren. Vor allem auch Banken beziehen ja immer mehr soziale und menschenrechtliche Aspekte
in ihre Risikobewertung mit ein. Das heißt, da wächst wirklich der Anspruch an die Qualität der nicht finanziellen Berichterstattung. Und schließlich das Kernelement Nummer 5 ist dann der Beschwerdemechanismus. Das war die dritte Säule, die wir gerade gesehen hatten. Und zur frühzeitigen Identifikation von nachteiligen Auswirkungen sollen Unternehmen eben einen solchen etablieren, der dann eben potenziell Betroffenen in der Wertschöpfungskette des Unternehmens ermöglicht, Menschenrechtsverstöße anzuzeigen und damit eben auch effektiv ihre Rechte einzufordern. Ja, das ist auch eine Basis, um Wiedergutmachung überhaupt möglich zu machen. Und ein solches Beschwerdeverfahren kann ein Unternehmen entweder selber etablieren, da gibt es betriebliche Beschwerdewege, aber häufig gerade auf operativer Ebene ist es sinnvoll, sich in Brancheninitiativen und sektorübergreifend zu engagieren. Ja, und aus unserer Erfahrung zentrale Aspekte, die halt die Umsetzung von der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht eben auch zum Erfolg führen können und zur internen Verankerung in ihrem Unternehmen sind zum einen klare Verantwortlichkeiten und Governance-Strukturen, die Einbeziehung von Rechteinhaberinnen entlang von dem gesamten Prozess, das heißt über alle 5 Kernelemente hinweg, immer wieder den Fokus auf die Rechteinhaberin zu ziehen und dann eben das Definieren von Zielen und Festlegen von klaren Roadmaps, wo will man eigentlich hin. Und dann eben darüber kommunizieren. Einmal auch für sich intern, um zu schauen, wo stehen wir, wie sind wir hier hingekommen und und auch eben für extern, um eben auch zu zeigen, dass man sich darüber bewusst ist. Ja, und wir vom Team Learning helfen bei all den Prozessen, die in dem Bereich auch auftauchen. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, wo stehen wir eigentlich mit unserem Unternehmen, können Sie auch mal unser Tool ausprobieren. Da haben wir ein paar Fragen, die auch gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, ziemlich unkompliziert ist, aber sehr effektiv einen Überblick darüber vermittelt, wo stehen Sie eigentlich in Ihrem Unternehmen bei der Erfüllung Ihrer menschlichen rechtlichen Sorgfaltspflicht. Ja, und damit wäre ich offen für Fragen, die Sie haben zu dem Bereich. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Theresa. Das war sehr, sehr spannend und da gibt es natürlich auch noch viel dazu zu sagen. Es gibt auf jeden Fall ein paar Fragen aus dem Publikum. Ich stelle dir mal die erste. Ist es möglich, Unternehmen bei Verstößen der Menschenrechte in der Lieferkette zu verklagen? Und wie schätzen Sie die Rolle der Bundesregierung in der EU zu dieser Thematik ein? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die sich auch noch entwickeln wird. Deswegen ist ja auch gerade die Diskussion zum Lieferkettengesetz so groß. In Frankreich ist es zum Beispiel bereits dazu gekommen, dass halt eben ein Unternehmen direkt verklagt wurde. Generell ist das aber jetzt der nationale Aktionsplan, wie ich schon sagte, ist halt nicht verpflichtend zum Beispiel. Das heißt, momentan ist die Möglichkeit, ein Unternehmen direkt, also als Privatperson, ein Unternehmen direkt zu verklagen, stellt sich noch sehr schwierig dar, die gesetzliche Lage dort in dem Bereich. Aber es wird sicherlich sich verändern und auch die Gesetze, die jetzt gerade entstehen, werden sich vermutlich mit dem Laufe der Zeit nochmal anpassen. Also auch da ist abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Wunderbar, danke schön. Die nächste Frage. Spannend wäre es für mich, also für die Person, die die Frage gestellt hat, spannend wäre es für mich, deine Einschätzung und Empfehlung zu Zertifizierungsansätzen von sozialen Standards kennenzulernen. Und die Person sagt, am bekanntesten dürfte hier von Unternehmensseite BSCI sein. Mhm, genau. Ja, BSCI ist, kann tatsächlich sehr, sehr hilfreich sein. Im Generellen gesagt, Zertifizierung sind ein guter Ansatz in einer Reihe von Maßnahmen. Das heißt, alleine reichen sie nicht aus, um die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Sie können aber durchaus, sage ich mal, ein Werkzeug aus der Werkzeugkiste sein. Kommt ja natürlich auch ein bisschen drauf an, in welchem Bereich. Aber gerade so in Multi-Stakeholder-Initiativen kann man oft auch mal out of the box denken und davon profitieren, von dem Netzwerkwissen sozusagen. Und das ist tatsächlich sehr hilfreich, das auch zu nutzen. Und in dem ganzen Bereich gilt eben auch mal mutig sein, auch innovative Ansätze ausprobieren. Kooperationen sind deswegen auch besonders relevant und wichtig. Das ist dieser ganze Bereich Wirtschaft und Menschenrechte ist noch relativ am Anfang. Das heißt, bestehende Formen gibt es noch nicht so sehr. Das heißt, es ist tatsächlich lebt sehr davon, dass man einfach mal anfängt und sich austauscht. Mhm.
Wunderbar. Und dann die letzte Frage. Gibt es bereits einen Beschwerdemechanismus in einem Sektor, der als Good Practice betrachtet werden kann? Also welche Branche ist hier schon besonders aktiv? Ja, Beschwerdemechanismen ist ein Thema, das tatsächlich auch immer wieder viel diskutiert wird. Es ist etwas als Good Practice zu bezeichnen. Das nächste, was zum Beispiel im Corporate Human Rights Benchmark die höchste Punktzahl erreicht hat, ist der von Adidas. Da könnte man mal einen Blick drauf werfen. Aber tatsächlich ist es auch hier noch eher ein Experimentierfeld, als wo man sagen könnte, hier gibt es vorgefertigte Lösungen. Gerade weil es eben sehr kontextspezifisch ist, wie ein Beschwerdemechanismus aussehen muss. Es gibt bestimmte Effektivitätskriterien, die da angelegt werden. Unter anderem zum Beispiel muss er zugänglich sein für die Person, die es betrifft. Also erstmal muss ich wissen, dass es zum Beispiel eine Beschwerdestelle gibt, an die ich mich wenden kann. Dann muss ich wissen, was meine Rechte überhaupt sind. Dann muss ich informiert werden, was damit passiert mit meiner Beschwerde. Also es sind verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Und das ist dann wirklich extrem unterschiedlich, ob ich in welchem regionalen Kontext das passiert und dann eben auch in welchem Tier das gerade stattfindet. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Ein richtig, richtig spannendes Thema, wo es natürlich unendlich viel dazu zu sagen gibt. Vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht kannst du aufhören, kurz deinen Screen zu sharen und dann können wir das an die nächste Gruppe weitergeben. Vielen, vielen Dank, liebe Theresa. Und noch zwei Sachen. Also natürlich, ne, wir haben uns heute zusammengefunden in unserem virtuellen Workshop. Und die Themen, die auf unserem Zettel standen, waren die Themen, die SDGs, das Klima und die Umwelt und die Menschenrechte. Natürlich gibt es in dem Bereich Lieferketten noch mehrere Themen, die man da beleuchten könnte. Dafür ist heute der Rahmen nicht da. Und wir hatten, bevor wir das Event geplant haben, hatten wir eben auch eine Umfrage gemacht. Und das waren die Themen, also das Thema Klima und das Thema Menschenrechte und SDGs, das waren die am meisten nachgefragt wurden. Aber wir machen das bestimmt nochmal wieder. Also euer Zuspruch, der beweist, dass es euch interessiert. Und nochmal vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Das ist wunderbar. Bevor wir zum nächsten Thema, zum Thema Praxisbeispiele kommen, noch ein Punkt. Christopher von South Pole hat wirklich etliche Fragen bekommen und er ist schon im Hintergrund dabei, noch andere zu beantworten. Aber vielleicht könnt ihr auch im Zweifelsfall euch mit den einzelnen Personen von den einzelnen Session Leaders in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten sind auf jeden Fall dann auch in dem Deck, was wir morgen oder in den nächsten Tagen rumschicken. Und jetzt ist es mir auch eine besondere Freude, Linda Preil von Einhorn darum zu bitten, sich auf Video freizuschalten und das Audio freizuschalten und mit uns über Praxisbeispiele und Supplier-Engagement-Strategien zu sprechen. Denn Einhorn ist übrigens auch eine B-Corporation, auf die wir sehr stolz sind. Und es geht natürlich darum, wir haben jetzt sehr viel gehört, wir haben über den großen Rahmen der SDGs gehört, wir haben über Klima und Umwelt gehört, wir haben über Menschenrechte gehört und jetzt hören wir von Linda Preil und danach dann von Soul Bottles davon, wie man das in einer Firma wirklich richtig handfest, Ärmel hochkrempeln, umsetzt. Und dann fangen wir an mit Linda Preil. Wir freuen uns sehr, dass wir dich hier haben. Danke, Katja. Ich versuche als erstes mal meinen Bildschirm zu teilen. Und dann geht's los. Könnt ihr es so sehen? Okay, wenn ich kein Nein höre, dann gehe ich davon aus. Alles perfekt. Super, danke. Ja, es freut mich, vor dem nicht sichtbaren virtuellen Publikum zu sitzen. Das ist das erste Mal, dass ich das mache und fühlt sich ein bisschen komisch an, nur mich selber zu sehen. Aber ich bin gespannt, wie es wird. Ich komme von Einhorn. Einhorn gibt es seit 2015. Also wir sind noch ein relativ junges Unternehmen. Ich weiß nicht, ob es noch unter die Kategorie Startup fällt. Ich würde sagen schon. Wir haben 22 Leute, die bei uns arbeiten, haben im Jahr 2019 einen Umsatz von 5,5 Millionen Euro Umsatz gemacht und sind ursprünglich nur mit Kondomen ins Rennen gegangen und haben Kondome auf den Markt gebracht. Mittlerweile, seit 2019, hat sich unser Produktportfolio um Periodenprodukte erweitert. Darauf gehe ich heute nicht so genau ein, aber so wisst ihr so ein bisschen, in welchen untenrum Kategorien wir so unterwegs sind. Ich erzähle euch heute zu unserem Fair Sustainability Ansatz und wie unser
Engagement in der Lieferkette bezogen auf Kondome, was wir machen, was wir auch alles nicht machen oder zumindest teilweise noch nicht machen. Genau, und fangen erstmal damit an, euch zu erzählen, was ursprünglich unser Ansatz war, als Einhorn 2015 gegründet wurde. Es war ein Crowdfunding, also es konnte nur entstehen, weil genug Leute an die Idee von fairen und nachhaltigen Kondomen geglaubt haben. War klar, wir wollen einerseits unseren negativen Impact minimieren, also was eben Christopher auch schon gesagt hat, zu gucken, wo können wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, was können wir also alles quasi geringer machen, aber wo können wir gleichzeitig auch einen positiven Impact generieren. Ich habe hier, das kommt später. Ich habe später dazu, wir haben gerade unseren Nachhaltigkeitsbericht 2019 veröffentlicht und da zeige ich so ein bisschen diesen Aspekt von negativen Impact minimieren. Wir haben unseren CO2-Fußabdruck gemessen und ihn geoffsettet. Wir haben Plastikmüll aus dem von Stränden eingesammelt, den wir selbst, also anteilig die Menge, die wir auch selbst in den Umlauf gebracht haben durch unsere Verpackungen. Das gehört alles in diese Sparte. Ich gehe aber mehr darauf ein, was wir proaktiv in unserer Lieferkette machen. Am Beispiel von Kondomen, so sehen die Tüten aus, die sind in Chipstüten verpackt und auch einzeln sehen sie so aus. Die Folie wollte ich eben noch zeigen. Da seht ihr so ein bisschen diesen negativen Fußabdruck minimieren. Links auf der linken Seite steht, wie viel Tonnen CO2 wir, für wie viel wir verantwortlich waren. Wir haben eine Ökobilanz veröffentlicht für die Kondome und sind gerade dabei, eine auch mit einem unabhängigen Party zu unseren Periodenprodukten zu veröffentlichen, um eben jeden Schritt in der Lieferkette auch evaluiert zu haben. Und wir haben gemessen, wie viel Müll wir in den Umlauf gebracht haben insgesamt und den Plastikanteil davon fischen wir nicht aus den Meeren, sondern sammeln wir mit Seven Clean Seas, einer Organisation in Singapur, von den Stränden in Malaysia ein. Das könnt ihr alles in unserem Reinvestment Report nachlesen, deswegen gehe ich darauf nicht so genau ein. Ich erzähle euch was zu unserer Lieferkette. Wir, bevor die Kondome ganz rechts bei uns in Berlin landen, haben die einen Weg zurückgelegt. Und unser erster, als wir angefangen haben 2015, wussten wir eigentlich nur, die Kondomproduktion findet in Malaysia statt, bei Richter Rubber im Norden von Malaysia. Und haben gesagt, wir würden gerne mit euch Kondome machen, aber wie geht das? Wir würden gerne die Lieferkette transparent kriegen. Wisst ihr eigentlich, woher euer Kautschuk kommt, der Latex, den ihr bezieht? Und dann haben die gesagt, wissen wir eigentlich nicht, aber wir können euch helfen, das herauszufinden. Und das war der erste Schritt, den wir gegangen sind, um zu gucken, wie können wir unsere Lieferkette transparent machen, wie können wir überhaupt sehen, woher die Rohstoffe kommen, die in unseren Produkten landen. Das ist bei Kondomen, das besteht zu über 90% tatsächlich aus Latex, sodass wir gesagt haben, wir gucken uns diesen Aspekt der Lieferkette am genauesten an und setzen da gerade unseren Fokus drauf. Haben aber mittlerweile auch andere Aspekte wie die Verpackungen und so weiter berücksichtigt. Da gehe ich später drauf ein, jetzt erst auf diese Primärlieferkette. Dieses 50% Reinvestment, das der Link zu unserem Report hinterlegt, wenn ihr hinter den Foliensatz kriegt, könnt ihr da draufklicken, weil wir nämlich in unserem Sustainability-Ansatz auch festgelegt haben, dass wir 50% der Gewinne, die Einhorn macht, reinvestieren in Sustainability-Projekte, die meistens dort sein sollen, wo wir auch selber einen Wirkungskreis haben, also die nicht losgelöst gespendet werden sollten oder sollen, sondern die einen Impact in mit den Menschen haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Genau, also haben wir angefangen beim Kautschukanbau und haben vielleicht so kleine Zahlen zum Hintergrund. Kautschuk wächst zu ungefähr 90% in Südostasien, wird hauptsächlich von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern angebaut. 70% vom Kautschuk landet in der Reifenindustrie. Die haben mittlerweile, also ich bin seit 2016 arbeite ich bei Einhorn mit Kautschuk und im ersten Jahr hast du nachhaltigen Kautschuk gegoogelt und du fandest nichts. Und mittlerweile hat sich das geändert. Also auch die größeren Industrieplayer haben jetzt eine Plattform gegründet für nachhaltigen Kautschuk und haben da verschiedene Stakeholder-Dialoge angefangen. Als wir anfingen, war das noch nicht so und wir haben gesagt, okay, wir müssen erst mal verstehen, wie Kautschuk angebaut wird, um zu sehen, ist das eigentlich cool, so wie das ist, oder können wir da was verändern?
ändern, können wir da einen Einfluss drauf nehmen. Ich habe 3 Monate in Malaysia auf einer der Plantagen verbracht, die die Latexaufbereitung, wenn ihr das hier seht, hier seht ihr in der Mitte, seht ihr meine Maus, wenn ich das hier bewege, weil ich meinen Screen geteilt habe? Naja, jedenfalls, wie bitte? Ja, wir sehen deine Maus. Ah ja, super. Also, der Kautschuk kommt von Plantagen, von verschiedenen, und wird dann zu einer Latexaufbereitung gebracht, und die Kondomproduktion wird nur von einer Latexaufbereitung beliefert. Und eine dieser Plantagen haben wir uns genauer angeguckt und haben eben 1 Trilliarde Fragen gestellt. Warum benutzt ihr Agrarchemikalien? Wie viel kriegen eure Arbeiter bezahlt? Wieso laufen Dinge so ab, wie sie ablaufen? Und haben erstmal Vertrauen zu dem Plantagenbesitzer aufgebaut und zu den Menschen, die dort gearbeitet haben, um Dinge verstehen zu lernen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht von außen kommen und einfach irgendein System aufdrücken, nur weil wir gelesen haben, dass das besser ist, sondern zu verstehen, warum Sachen so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Unter anderem haben wir eben diese Ökobilanz erstellt und mit vielen Daten, nicht nur mit der von der Kautschukplantage, sondern auch den anderen Schritten in der Lieferkette, also der Latexaufbereitung und der Kondomproduktion, haben wir Daten gesammelt, um zu schauen, was ist eigentlich der Lebenszyklus dieses Produktes, und haben eben mit den Menschen vor Ort gesprochen und gefragt, warum zum Beispiel, seht ihr oben links auf dem Bild, dass das Gras ganz glatt geschnitten ist und dass dazwischen gar nichts wächst, und dann war die Aussage, naja, da könnten sich uns Schlangen verstecken, deswegen halten wir den Zwischenraum zwischen den Bäumen so sauber, somit können wir schneller arbeiten und wir werden aber bezahlt auf Grundlage, wie viel wir schaffen, und so haben wir einfach versucht zu verstehen, warum das System so ist, wie es ist, und dann zusammen mit dem Plantagenbesitzer verschiedene Dinge umgesetzt. Dazu komme ich gleich. Bei allem, was wir machen, haben wir den Transparenzanspruch einerseits an uns selbst, dass wir einfach wissen, was los ist, aber auch, dass wir darüber reden können und dass wir sowohl über, mittlerweile ist es Instagram, früher war es Snapchat, aber auch verschiedene andere Kanäle nehmen wir unsere Kunden und Kundinnen mit, um zu zeigen, was alles passiert in unserer Lieferkette oder woran wir gerade arbeiten. Die Folie hat es zerschossen. Also, da steht eigentlich noch was in den anderen Bubbles. Was wir geschafft haben, war, dass wir Transparenz hergestellt haben, dass wir gemerkt haben, die Leute, die auf der Plantage arbeiten, haben schon ganz lange keine Schulung mehr bekommen. Das heißt, wir haben Training implementiert, wir haben eine Prämie ausgezahlt für die Leute, die da arbeiten, dass sie nicht mehr den Druck haben, in Akkord zu arbeiten, sondern zusammen mit dem Plantagenbesitzer geguckt, wie funktioniert eigentlich das Prämiensystem, kann man das anpassen, damit die Leute auch motivierter sind, dort zu arbeiten. Wir haben aufgehört, Chemikalien zu sprühen, um das Gras zu schneiden, sondern haben eine Person eingestellt, die das selbst schneidet, also die das schneidet, statt es wegzuspritzen mit Herbiziden, was auch eine Erkenntnis war, die wir nur gewonnen haben, weil wir dort waren und gefragt haben, und gefragt, ja, wieso benutzen du eigentlich Herbizide? Haben wir den Plantagenbesitzer gefragt. Und der hat gesagt, naja, ich habe hier so ein Buch, das ist das Managementbuch, gutes Plantagenmanagement für Kautschukplantagen. Dann haben wir das durchgeblättert. Da steht das nämlich drin, dass man das so machen soll, 2-mal im Jahr. Der Rückseite stand sponsored by Monsanto. Danach war zumindest eine Frage nicht mehr offen, warum es gemacht wird und woher diese Empfehlung kommt. Das waren auf jeden Fall viele Erkenntnisse, die wir gesammelt haben in dieser Zeit. Und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, okay, Biodiversität ist damit irgendwie nicht sehr gefördert. Und das in Regionen, in denen, also Kautschuk wächst rund um den Äquator, was eigentlich so der Biodiversität-Hotspot der Erde ist, also wo die größte Artenvielfalt auf einem Stück Land ist, was in Kautschukplantagen, Monokulturplantagen nicht gegeben ist. Wir haben gesagt, können wir nicht eigentlich dafür sorgen, dass, wie auch Christopher, sorry, dass ich dich immer wieder jetzt erwähne, aber du hast so Stichpunkte genannt, die ich selbst wiederentdeckt habe, geht das nicht auch biodiverser? Kann man nicht zwischen die Bäume noch was anderes pflanzen? Wieso nutzt man das Land nicht noch mehr, um auch mehr Leben zurückzubringen? Diese Fragen haben wir gestellt und sind dabei auf ein paar Studien gestoßen, die alle in Südthailand stattgefunden haben, zu Kautschukanbau in Agroforstsystemen. Und parallel war deutlich, dass diese Partnerplantage, mit der wir zusammenarbeiten, gearbeitet haben, muss man mittlerweile sagen, schon so alt war, dass absehbar war, dass
dass dort in Zukunft die Kautschukplantage gefällt wird und nicht wieder Kautschuk angebaut wird. Das heißt, wir haben parallel geguckt, können wir vielleicht mal in Südthailand unsere Fühler ausstrecken und gucken, was passiert oder was dort passiert, was diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Praxis bedeuten. Und das haben wir gemacht. Zurück zu diesem Lieferkettenbild. Am Anfang haben wir die Transparenz versucht herzustellen und zu gucken, die Rückverfolgbarkeit, woher kommt denn der Latex? Und dann haben wir gemerkt, okay, mit dem arbeiten wir eigentlich gar nicht länger jetzt zusammen. Jetzt brauchen wir was Neues und haben jetzt andersrum versucht, vom Anfang der Lieferkette jemanden neu in unsere Lieferkette zu integrieren. Also erst haben wir es so rum gemacht, dann haben wir es so rum gemacht und sind jetzt mittlerweile in Thailand mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, 30 Leuten, die ihren Kautschuk in Agroforstsystemen anbauen, die aber bisher eben außerhalb von der Wissenschaft noch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Und wir haben zusammen mit der Universität dort vor Ort, aber auch zwei lokalen Consultants, die wir angestellt haben, geschaut, wie können wir diese Bauern oder einen Teil dieser Bauern in unsere Lieferkette integrieren und was braucht es dafür? Und da war es wichtig, erstmal eine neue Latexaufbereitung zu finden, wo der Latex hingeliefert werden kann. Die muss die Qualität liefern können, die wir brauchen für unsere Kondome. Aber so sind wir mittlerweile dabei, haben wir quasi mit diesen Bauern zusammen eine Kooperative gegründet, die jetzt ihren Latex selbst wiegt und verkauft an die eine Latexaufbereiterin, die jetzt uns beliefert. Und dazu haben wir aber mit diesen Menschen vor Ort selbst, also die haben für sich mit uns zusammen, aber sie selbst haben definiert, was ist eigentlich für uns nachhaltiger Kautschukanbau, wie wollen wir zusammenarbeiten, was ist unsere Vision, was fühlt sich für uns auch fair an, welche Art von Prämie oder wie viel mehr Kosten haben wir dadurch, dass wir nur noch an einen Lieferanten liefern, wie kann das kompensiert werden, also wir haben einmal im Monat einen Workshop mit denen und arbeiten zusammen an einer Vision, die nicht von uns aufoktroyiert wird, sondern die wir gemeinsam erstellen. Und haben es geschafft mittlerweile, dass der Latex in der Kondomfabrik, das Bild oben in der Mitte ist die Kondomfabrik in Malaysia, landet und die nächsten Kondome, die produziert werden, sind aus diesem Latex. Das hat ungefähr 2,5 Jahre gedauert, was ich jetzt in 5 Minuten erzählt habe. Aber es hat sich gelohnt. Dazu könnt ihr übrigens ab morgen auf unserem YouTube-Kanal ein Video sehen. Das ist leider heute noch nicht veröffentlicht, sonst hätte ich es gezeigt, aber wir haben es nicht geschafft. Genau, das war hauptsächlich zum Thema Kautschuk. Jetzt habe ich nur einen ganz kleinen Exkurs. Ich sehe schon Katja ein Bild eingeblendet, das heißt, meine Zeit ist fast vorbei. Ich habe vorhin gesagt, hauptsächlich konzentrieren wir uns auf den Kautschukanbau. Wir haben aber auch gesagt, zum Beispiel bei unserer Chipstüte, so ein Verbundstoff aus Papier und Plastik, und wir haben auch in der Ökobilanz festgestellt, ja, das ist eigentlich ziemlich schlecht fürs Recycling oder geht einfach nicht, muss man Restmüll schmeißen. Und haben dann daran gearbeitet, dass wir eine Papiertüte hinkriegen, die keinen Plastikanteil hat oder nur so einen geringen Plastikanteil, dass man es recyceln kann. Das nächste Projekt ist die Primärverpackung, also die Einzelverpackung vom Kondom, da ist Aluminium drin. Und wir arbeiten gerade daran, mit der Kondomfabrik dieses Aluminium rauszukriegen und trotzdem die medizinische Sicherheit dieses Produktes zu gewährleisten. Das ist nämlich immer so der Trade-off zwischen, okay, wir könnten es eigentlich viel besser, viel ökologischer machen, aber wir können es auch eigentlich nicht unbedingt, weil wir an andere Regularien gebunden sind, die das nicht 1:1 möglich machen. Aber stay tuned, es wird eine Veränderung geben. Okay, jetzt habe ich keine Zeit mehr, sonst würde ich auch noch über die Lieferkette unserer Periodenprodukte reden und über nachhaltigen Baumwollanbau und die Integration von nachhaltiger Baumwolle in unsere Lieferkette. Das mache ich vielleicht beim nächsten Mal. Das war's von mir. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Wenn ihr Fragen habt, die ich jetzt gleich nicht beantworten kann, schreibt mir gerne. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Linda, dass du uns da durch deine Kautschuk-Abenteuer durchgeführt hast. Sehr, 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 sehr spannend. Ich bin sehr froh, dass Sie einen Weg gefunden haben, mit den Schlangen umzugehen, ohne irgendwie sich zu verletzen bei Ihrer Arbeit, die Arbeiterinnen und Arbeiter. Und jetzt würde ich erstmal gleich
gleich darüber dazu weitergehen und die Praxisbeispiele von Soulbottles einzuladen. Ich würde gerne Patrick Boadu und Julian Offermann bitten, dass ihr euch freischaltet. Und vielleicht, Linda, nochmal vielen, vielen Dank. Das war super spannend. Und vielleicht kannst du einfach dein Screensharing aufhören. Vielen, vielen Dank. Soulbottles, auch wieder eine deutsche B Corporation, auf die wir sehr stolz sind. Und ich glaube auch GWÖ bilanziert, so wie ich das denke. Und jetzt hören wir über Praxisbeispiele und andere Supply Engagement Strategien von unseren Freunden von Soulbottles. Vielen Dank. Ja, hallo. Ich bin Patrick. Ich werde beginnen und Julian, auch von Soulbottles, macht bei uns auch den Einkauf, passt also eigentlich am besten hier zu dem Thema heute, wird dann weitermachen. Vielen Dank an Katja und Janneke und auch an die Gemeinwohlökonomie Bayern für die Einladung heute. Freuen uns sehr, über das Thema ein bisschen sprechen zu können. Ich gebe euch ein paar generelle Worte und Julian dann noch Eindrücke direkt aus der Praxis. Ganz kurz, was ist eine Soulbottle? Was machen wir da eigentlich? Das ist grundsätzlich eine Trinkflasche aus Glas, Keramik, Edelstahl und auch hat eine Dichtung aus Naturkautschuk oben. Da haben wir gerade schon viel zu gehört. Wir hatten da sehr ähnliche Herausforderungen, brauche ich nicht nochmal zu erzählen. Wir wollen damit eine plastikfreie, nachhaltige Lebensweise einfacher, schöner machen und Leute mit coolen Produkten für nachhaltige Lebensweise überzeugen. Jede Flasche unterstützt Trinkwasserprojekte in Nepal mit 1 Euro und die Flaschen sollen eine Leinwand sein, thematisieren manchmal noch soziale Themen oder gesellschaftliche Themen. Und genau, wir produzieren die Flaschen komplett in Deutschland, zumindest die aus Glas, zu denen aus Edelstahl erzählt Julian gleich nochmal mehr. Hier sehen wir zum Beispiel eine, die Mental Health Matters, die so eine, dann gesellschaftlich relevantes Thema nochmal bespricht. Wir sind aus Tempelhof, uns gibt es seit 2012. 70 Menschen sind wir inzwischen, recht viele so für unsere Größe von 7 Millionen Umsatz, da wir eben zum Beispiel eine grüne Versandlogistik selber machen, das war ja heute auch schon Thema, konnten ungefähr 1 Million Flaschen in die Welt bringen, sind dann eben sehr stolz, auch mit 1 Million Euro Trinkwasserprojekte unterstützen zu können und sind seit 2015 B Corp zertifiziert und seit diesem Jahr Gemeinwohlökonomie bilanziert. Wir sind ein Purpose-Unternehmen. Das bedeutet, dass wir uns das Unternehmen sich selbst gehört, dass es nicht verkauft werden kann und sozusagen vom Markt genommen ist. Das wird später nochmal eine Rolle spielen, deswegen erwähne ich das hier. Und wir sehen uns auch als visionsgetrieben an, missionsgetrieben. Alle Menschen handeln gern sozial, ökologisch, nachhaltig, konsumieren ohne den Planeten unnötig zu belasten. Und alle Menschen haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wie versuchen wir das dann zu erreichen und wie effektet das die Lieferkette? Fragt ihr euch bestimmt. Arbeiten so mit New Work, mit verteilter Autorität, Holacracy. Das bedeutet, dass unsere Mitarbeitenden in Selbstorganisationen arbeiten, dass die Entscheidungen dort getroffen werden sollen, wo sie anfallen und deshalb sozusagen ist nicht irgendwie so Geschäftsführungsentscheidungen zum Thema Strategien oder so gibt, sondern dass das eben bei den Rollenfüllenden ist oder bei den Kreisen, die ihr hier unten aufgemalt seht, die es direkt betrifft. Der äußere Kreis ist so die Gesamtunternehmung und die kleinen Punkte sind dann die einzelnen Rollen. Hier so ein kleiner Kreis wäre zum Beispiel der Logistikkreis oder der Kreis für Kommunikation, Marketing, Sales und die Einkaufsrolle ist dann hier innen drin angeordnet. Wir versuchen sinnstiftend zu wirtschaften und uns immer sehr bewusst zu sein über die Wirkung, die wir auf die Gesellschaft, den Planeten und Menschen haben, versuchen diese Wirkungsmessung eben schon auch in der Produktentwicklung mitzudenken und mit unseren Lieferanten zusammen aktiv anzugehen. Wir versuchen wertbasiert zu kommunizieren und eben auch die Anforderungen oder das, was es für ein Unternehmen bedeutet,
qualitativ hochwertiger zu produzieren, mitzukommunizieren an unsere Kunden, dafür zu werben, dafür Verständnis zu erzeugen. Und ja, aufgrund dessen, dass wir eben sozusagen nicht kein Shareholder-Value irgendwie bedienen müssen, das Unternehmen den Mitarbeitenden gehört, niemand also irgendwie groß Gewinne abschöpfen kann, sondern alle Gewinne reinvestiert werden müssen als Purpose-Unternehmen, haben wir eine sehr starke Impact- und Stakeholder-Orientierung, die sich auch sehr stark auf unsere Lieferantinnen auswirkt. Wir arbeiten in Rollen und Kreisen zusammen, das hatte ich gerade schon so ein bisschen erklärt. Das sind so die Rollen, die dann mit unserer Lieferantinnenseite zu tun haben, angefangen von eben direktem Einkauf, Disposition bei uns in der, im Einkauf, aber auch eben Rolle Impact, die eben sehr hoch angeordnet ist, die immer wieder versucht, die Wirkung zu überprüfen und natürlich auch die Produktentwicklung. Das hier ist mal nicht der Schlagzeilen von dem Fintechs. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie so eine Rolle dann aussieht in so einem selbstgeführten Organ, also in einer Selbstorganisation. Es gibt da Governance-Prozesse, die diese Rollen gestalten. Ja, jede Rolle hat einen Purpose, Accountabilities, also Dinge, die die Rolle dem Team gegenüber, dem Unternehmen gegenüber erfüllen soll. Sie hat, kann Domains haben, also exklusive Zugriffsrechte. Und wir sehen zum Beispiel hier die Rolle Einkauf. Dann zum Beispiel die Aufgabe, die Produktion noch besser im Einklang mit den Unternehmenswerten zu gestalten, also zum Beispiel noch ökologisch nachhaltiger. Genau. So, dann, wenn wir uns direkt die Supplier-Engagement-Strategien angucken, was war für uns immer irgendwie relevant? Aufgrund der starken Stakeholder-Orientierung war es für uns immer so, dass eigentlich die Entstehung unseres Sozialunternehmens ohne eine sehr enge Verbindung zu unseren Lieferanten gar nicht möglich gewesen wäre, ohne das Grundvertrauen von Menschen, die jungen Menschen aus Berlin mit einer verrückten, nachhaltigen Idee hier am Anfang vertraut hätten, wäre das Ganze gar nicht zustande gekommen. Und da allein war es eben extrem wichtig für die Idee, für den Vertrieb von nachhaltigen Produkten bei traditionellen Produzentinnen und Produzenten zu werben, eine extrem wichtige Sache. Wir haben von Anfang an auf impactorientierte langfristige Produkt- und Geschäftsentwicklung zusammen mit den Lieferantinnen gesetzt. Das heißt, wir haben immer geschaut, okay, welche Produkte, welche Veränderungen in den Werkstoffen bringt jetzt wirklich eine ökologische Verbesserung, keine rein Prozess- oder preistechnische Veränderung, so dass wir dann, da musste man manchmal auch das Mindset einiger Produzentinnen ändern, aber sind da zusammen auf guten Wegen und haben da auch immer einen großen Vertrauensvorschuss der Produzentinnen genossen. Wir verfolgen so einen Ansatz, wir nennen es immer State-of-the-Art-Ansatz, das heißt, wir versuchen nicht zu sagen, wenn es noch nicht den allerhöchsten ökologischen Ansatz hat, dann produzieren wir es nicht, sondern versuchen einfach konstant immer weiterzuentwickeln mit den Lieferantinnen zusammen und was uns dann sehr wichtig ist, kommunizieren das eben auch stark nach außen, machen transparent, was wirklich passiert und welche Trade-offs man vielleicht auch zwischen zwei oder drei verschiedenen Nachhaltigkeitsfaktoren wählen muss. Wir haben uns immer an sozusagen Slowcraft oder Industrial Slowcraft orientiert. Das ist sowas abgeleitet vom Slow Food Movement, also irgendwie eigentlich eine Bewegung, die sagt, wie wurde denn vor der großen Plastikkrise oder bevor es Kunststoff und Plastik gab, zum Beispiel Dinge hergestellt, welche Verfahren bieten sich da an, um die Plastikkrise auch wieder so ein bisschen zu reduzieren. Genau. Wir sind stark committed, unsere Preise und Margen, die wir auch nach außen kommunizieren und ja uns als Aufgabe nehmen, zum Kunden hin zu verkaufen, so zu gestalten, dass Lieferanten eben da auch den Spielraum haben für nachhaltige Innovation. Das finde ich ein sehr wichtiger Aspekt unseres Handelns. Was wir heute schon öfter gehört haben, wir evaluieren und kompensieren dann den Produktionsprozess auf CO2-Hinsicht hin und geben uns sehr viel Mühe, Impact-Messung und Qualitätssicherung zu einem gemeinsamen Projekt mit den Lieferantinnen
zusammen zu machen. So, dann haben wir nochmal mehr direkt aus der Praxis und dazu gebe ich an Julian ab. Ja, vielen Dank, Patrick. Also ich glaube, ich bin jetzt der allerletzte Redner hier. Ich versuche, das ein bisschen mit Praxisbeispielen zu füllen. Ich kann mich viel mit dem verbinden, was Linda gerade erzählt hat. Werde erstmal so vier Dinge, von denen ich behaupte, dass sie in meinem Alltag als Einkauf, ihr wisst ja jetzt ziemlich, habt ihr gerade gelesen, was so meine Jobs sind, was meine Aufgabe bei Soberlist ist, die vier Dinge, auf denen sich das vor allem beruht, auf die zentral sind, ist einmal, das hatte Linda schon angesprochen, ganz wichtig, Aufbau und Pflege intensiver Beziehungen. Das bedeutet im konkreten Fall, ich bin sehr viel unterwegs, ich lade die Lieferanten ein, ich bin in einem sehr engen Austausch. Ganz wichtig ist auch, gerade bei neuen Unternehmungen oder neuen Projekten eine Transparenz zu schaffen über die Unternehmensvision, die Patrick gerade vorgestellt hat, weil wir doch immer wieder, ich die Erfahrung mache, mit alteingesessenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die für die das alles irgendwie erstmal sehr schräg klingt, was wir so machen und wie wir es machen. Und man muss stur sein. Also der Satz, das haben wir immer schon so gemacht oder das können wir jetzt nicht mehr verändern oder das würde zu lange dauern und die Ressourcen haben wir nicht. Das ist quasi die absolute Standardantwort. Da muss man einfach sich so eine gewisse Hartnäckigkeit angewöhnen. Und ich werde gleich noch zwei Beispiele zeigen von vielen, die das belegen. Und was natürlich total wichtig ist, dass man ein gesundes Maß findet zwischen Impact und Umsetzbarkeit. Ja, also es muss für den Lieferanten darstellbar sein, es muss natürlich auch für uns darstellbar sein. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dann, ob es jetzt um Qualitätstests geht oder um Weiterentwicklung geht, sich an Kosten dann einfach beidseitig zu beteiligen. Ja, das ist ein ganz guter Weg, um den Lieferanten da so ein bisschen abzuholen. Ich zwei Beispiele aus Deutschland ganz kurz, die das ganz gut zeigen, was ich gerade gesagt habe. Einmal unser Produktkarton ist ein langjähriger Lieferant, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Da bin ich irgendwann hingegangen und habe gesagt, okay, was ist eigentlich mit dem Zulieferer des Lieferanten, also sogenannten Second Tier? Wo kommt eigentlich unser Rohmaterial her und können wir da nicht noch Verbesserungen ansteuern? Da hieß es dann, naja, das ist irgendwie erstmal, klappt ja alles gut soweit und das würde jetzt irgendwie, das dauert zu lange, das umzustellen und ja, diese ganzen Antworten. Und dann habe ich sie einfach mal, das ist auch ein ganz guter Hinweis und ein guter gute Methode, mit zwei, drei anderen Rohstoffen konfrontiert, die ich so rausgefunden und recherchiert habe. Und dann hat das eine Woche gedauert. Dann wurde ich vom Einkauf angerufen und es hieß, wir haben da was entdeckt und da könnten wir, glaube ich, ganz gut zusammen arbeiten und das weiterentwickeln. Und jetzt sind wir auf 95% Recyclingfaser mittlerweile. Deutlicher Anstieg. Und auch ein Beispiel noch aus dem Fall des Produktkartons. Da haben wir irgendwann gesagt, wir würden gerne verzichten auf das Kreppband. Ja, weil wir benutzen bei uns das aus Papier. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich will das auch. Auch da wieder, nein, ist zu teuer, können wir nicht machen. Mittlerweile, und das ist mit Punkt 5 gemeint, nutzen die tatsächlich für ganz viele andere Kunden, nicht nur für uns, haben die das Paketband aus Plastik komplett aus ihrer Produktion verbannt. Genau, nur so als Beispiel dafür. Um das nochmal zu verdeutlichen, auch beim Rohglas, was ja unser Kernprodukt ist und wo natürlich unser Hebel auch dementsprechend groß ist, zumindest für uns, wir es aber mit einer absoluten Großindustrie zu tun haben. Das heißt also, wir sind für das Glaswerk, eine große, große Hütte, Familienbetrieben, ein relativ kleines Licht. Und jetzt könnte man denken, da hat man wenig Chancen, da was zu verändern. Das ist nicht so. Also wir haben zum Beispiel, und auch da wieder bleibe ich bei dem Punkt mit der Sturheit, habe ich irgendwann gefragt, warum eigentlich unser Recyclinganteil im Glas nicht höher sein könnte. Der lag immer so zwischen 20% und 35%. Und dann hieß es, naja, ihr habt ja so ein teures Produkt und das ist ja ein Premium-Produkt und es gibt sowas schon, aber es ist dann, sind mehr Blasen da drin und das wollt ihr bestimmt nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, dann lasst uns das testen. Wir gucken uns das an. Und das wiederum zählt dann auch zu meinen Entscheidungen quasi, zu meinen Aufgaben, die Umsetzbarkeit und Impact irgendwie gegeneinander abzuwiegen. Und habe gesagt, das ist voll in Ordnung. Also mit dem Mehreffekt, den wir dadurch erzielen, kann ich mit den paar Blasen mehr absolut leben. Und jetzt sind wir mittlerweile bei einem Recyclinganteil von 60-80%, was in der Glasproduktion insofern nochmal einen sehr großen Impact hat, weil wir durch den höheren Altglasanteil weniger Energie brauchen in der Schmelze, bis zu 20%.
genau. Zusätzlich haben wir angefangen, mit dem Lieferanten zu testen, ob wir nicht am Versand selber, also an den, die werden in Papierwaren geliefert, ob man die nicht einfach weglässt. Das testen wir gerade und es gibt auch die Überlegung und erste Gespräche mit einer Universität und dem Lieferanten, ein Forschungsprojekt zusammen aufzusetzen, wo es darum geht, Glasgewicht zu reduzieren. Also man sieht auch da riesengroßer Player am Markt, viel größer als wir es sind, ganz kleines Licht im Vergleich. Nichtsdestotrotz eine große Bereitschaft, wenn man ein bisschen dran bleibt, tatsächlich auch an den Prozessen was zu ändern. Und jetzt ein kleiner Exkurs, was Patrick schon angedeutet hatte, und auch da fühle ich mich sehr verbunden mit Linda, was sie über ihre Reise nach Sri Lanka erzählt hat. Wir haben irgendwann festgestellt, wir wollen Edelstahlflaschen haben und nach sehr langer und ausgiebiger Recherche gemerkt, dass das in Europa und in Deutschland sehr schwer umsetzbar und eigentlich nicht bezahlbar ist und sind deswegen in China gelandet und durchaus kontrovers diskutiert, auch bei uns. Und wir sind wie folgt vorgegangen. Wir haben uns erstmal für einen ganz kleinen Laden entschieden. Ja, also Paul Kupfer, einer der beiden Gründer von Soul Bottles, ist dahin geflogen, hat sich ganz viele Fabriken angeguckt, große Fabriken, kleine Fabriken, zertifizierte Fabriken, nicht zertifizierte Fabriken. Und ist am Ende vom Tag bei einer ganz kleinen Fabrik gelandet, die eben diese Zertifikate nicht hat. Ich war mittlerweile auch schon zweimal da und habe mir auch mehrere Fabriken angeguckt, die Zertifizierung haben, wie zum Beispiel BSCI, was heute schon gefallen ist, oder auch SA 8000, was ein sehr gängiges Sozialstandard-Zertifikat ist. Und muss gestehen, da haben wir uns vielerorts schon doch gewundert, wie die es zu diesen Zertifikaten geschafft haben. Deswegen haben wir gesagt, kleiner Laden, großer Hebel für uns, große Möglichkeit, was zu verändern. Kommunikation, ganz viel aufeinander zugehen, ganz viel kennenlernen und dann überlegen, was können wir selber erreichen und ganz entscheidend mit denen zusammen uns hingesetzt und wirklich einen Plan gemacht, einen Milestone-Plan mit gemeinsamen Zielen. Bis hin zu Meetingabbruch. Ja, ich werde an einem Meeting, wo der Geschäftsführer auf einmal, als wir da gesprochen haben von Sozialstandards und Arbeitszeiten, da klappte auf einmal die Laptops runter, da war 2 Minuten Stille und auf einmal saßen wir wieder im Hotel. Ja, also das ist manchmal bissig. Ja, und dementsprechend muss man dann ganz genau abwägen, wie kommen wir hier weiter. Und wir haben gesagt, wir fangen mit einem niedrigschwelligeren Block an, das war Thema Arbeitssicherheit. Masken, Handschuhe, Fluchtwege malen, Treppenhäuser, Beleuchtung, Feuerlöscher natürlich ganz wichtig. Ja, also eine ganze Reihe von Dingen, wo wir gesagt haben, da können wir relativ schnell relativ viel verändern. Und wir haben ein Training aufgesetzt, zusammen mit der Sonja Westphal von Sustify, die sich auf das Training von Mitarbeitern spezialisiert hat. Das ist App-basiert. Und jeder Mitarbeiter loggt sich ein und macht eben zu gewissen Modulen, in dem Fall jetzt Arbeitssicherheit, Fragen durch und dann, wenn er die falsch beantwortet, dann kommt das nochmal zurück und irgendwann kriegt er nach 2-3 Monaten, wenn es durch ist, kriegt er ein Zertifikat und genau, das erste Training haben wir schon durchgezogen und dann in dem nächsten Punkt werden wir dann uns um Sozialstandards kümmern. Das sind allerdings größere Themen, die, da muss man auch ganz ehrlich sein, vor allem dann greifen, wenn man größere Bestellungen generiert. Dementsprechend größer ist dann der Hebel, es ist aber in Planung und wir haben es auch schon Partner vor Ort, mit denen wir da zusammenarbeiten werden. Genau, ökologisch nachhaltige Produktion ist ein bisschen das gleiche Thema wie zu Thema 2. Je größer der Hebel, je größer die Bestellung, desto größer die Einflussmöglichkeit. Da haben wir aber auch für sehr viel Geld einen Bericht anfertigen lassen, wie viel CO2 so eine Flasche eigentlich produziert, um es dann eben sowohl kompensieren zu können. Genau, und Produktentwicklung der Vollständigkeit halber. Das ist ein Bild von einer Mail von ihr, weil sie hat das immer dokumentiert. Also ich hatte moniert, dass das Licht im Treppenhaus nicht geht. Lights are okay for now, staircase. Und genau, ich habe noch ein sehr exemplarisches Bild, wie wir die Produktionshalle vorgefunden haben bei unserem ersten Besuch. Und mittlerweile sieht sie so aus. Also das heißt, Fluchtwege sind erkennbar, auch im Brandfall. So, ich danke fürs Zuhören. Ganz am Ende, vielen Dank. Wunderbar, vielen, vielen Dank auch an euch beide, Patrick und Julian. Sehr, sehr spannend, einfach zu sehen, wie man im Hintergrund arbeiten muss und welche und was, dass es eben teilweise auch mal darum geht, was irgendwie so an gelbem Tape irgendwie auf dem Boden ist, das um mehr Sicherheit und so voranzutreiben. Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt noch
noch Fragen? Also ich würde vielleicht mal, weil wir sind ein bisschen über Zeit und ich freue mich auch, dass ihr alle noch bei uns seid, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Und auch vielen, vielen Dank für die Fragen, die ihr gestellt habt. Ich würde vielleicht Linda nochmal bitten, dass du dich vielleicht nochmal hinzustellst, nochmal auf Kamera und nochmal auf Audio gehst. Und dann lese ich mal die Frage vor. Also ihr habt beide, also Einhorn und Soulbottles, einen tollen Lieferkettenansatz. Denkt ihr, der wäre auch anwendbar, wenn ihr zum Beispiel sehr groß werdet? Oder sind diese Praktiken gegebenenfalls auch anwendbar für ein großes Unternehmen? Wenn schon, bemüht ihr euch mit größeren Unternehmen, damit sie von euren Ansätzen lernen können? Ganz, ganz schnell für unseren Fall sagen. Ja, ich glaube, wir sind sehr darauf ausgerichtet, dass eigentlich mit Wachstum von uns als Unternehmen unsere Hebel, wie Julian gerade ganz oft sagte, größer werden und man noch mehr Einfluss auf die Lieferkette nehmen kann. Und zum Thema, ist es auch für andere interessant? Da haben wir zum Beispiel das Beispiel von unserem Gummiring, nehme ich da mal gerne, also dem Gummiring, der die Flasche schließt, die Dichtung. Da wurde uns am Anfang gesagt, eine Dichtung ganz ohne Silikon, ohne Kunststoff würde nicht gehen und haben dann ein Verfahren eben zusammen mit dem Produzenten entwickelt, das ohne Kunststoffzusatz, ohne mineralölbasierte Zusätze auskommt und das wird jetzt von wohl dreistelligen Bereich von anderen Unternehmen auch verwendet. So, ich glaube, dass wenn man hier Pionierarbeit leistet, das schon einen Wert hat. Wunderbar. Und Linda? Ja, ich kann mich dem genauso anschließen. Also die Bemühungen, die wir im Kautschukanbau gemacht haben, wir haben letztes Jahr im September eine Konferenz dort in Südthailand organisiert, zu denen die großen Reifenhersteller da waren und IKEA und gesehen haben, dass nachhaltiger Kautschukanbau funktioniert. Und die natürlich ist es eine andere, also haben die viel mehr Volumen, das sie umsetzen und müssen sich um viel mehr nachhaltigen Einkauf bemühen. Sie haben aber auch viel mehr Geld, das zu tun. Also ich finde eine Verantwortung nicht zu machen, weil es Kosten sind und weil die, also so die Relation, die Korrelation sehe ich nicht. Wunderbar. Gut, dann danke ich euch und ich danke euch allen und würde vielleicht mal ganz kurz, ich noch mal ganz kurz den Dankeschön-Screen nach vorn bringe. Also Gemeinwohl Ökonomie Bayern und WeCorp Deutschland sagen euch allen herzlichen Dank für eure Teilnahme hier an der Veranstaltung und natürlich auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die teilgenommen haben und vielleicht immer, wenn ich euren Namen nenne, schaltet euch doch mal zumindest auf Video frei, damit wir euch sehen können. Also im Hintergrund haben Janneke Wagner und Gina Stahl sehr, sehr hart gearbeitet. Vielen, vielen Dank dafür. Alexander Rossner von der Gemeinwohlökonomie, vielen, vielen Dank für die fantastische Zusammenarbeit. Das machen wir auf jeden Fall wieder. Lieben Dank auch an Michael von Gerichten, auch von Gemeinwohlökonomie Bayern. Lieben Dank an Thorsten Grantner für deinen tollen Vortrag zum Thema die SDGs. Lieben Dank an Christopher Politano von Southpool für das Thema Klima und Umwelt und auch nochmal vielen Dank, dass du die vielen Fragen auch noch im Hintergrund bearbeitet hast. Also da könnt ihr, also die uns hier zuschauen, auch nochmal schauen auf diesen Q&A-Button. Da sind Fragen, die ihr gestellt habt, persönlich beantwortet. Vielen lieben Dank an Theresa Kia-Chong von Löning Berlin zum Thema Menschenrechte. Das war wunderbar. Und natürlich nochmal vielen Dank für die tollen Praxisbeispiele an Linda Preil von Einhorn und an Patrick Boadu und Julian Offermann von Soulbottles. Mein Name ist Katja Bartolmes. Ich danke euch von allen, von ganzem Herzen. Vielen Dank auch an unsere Organisationsunterstützung von unserem B-Leadern von Pearl Consult. Und ihr könnt in den nächsten Tagen darauf warten, dass wir euch die Decks schicken dazu und auch eine kleine Umfrage. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und uns ein paar Hinweise gibt, weil das war das erste Mal, dass wir dieses Format durchgeführt haben und wir wollen das gerne weitermachen. Und da ist es wichtig für uns, dass wir von euch ein bisschen Feedback bekommen. Also vielen, vielen Dank an alle vor den Bildschirmen und auch die hinter den Bildschirmen mitgearbeitet haben. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.